Hallo Nordkicker, ich habe mich heute nicht verzählt. Wir sind heute tatsächlich kein Quartett, sondern wir sind nur ein Trio, weil unser Amtsleiter Philipp Schüller heute kurzfristig leider aus gesundheitlichen Gründen absagen musste. Also gute Besserung nach Hause und er wird in 1 bis 3 Wochen dann hier zu Gast sein. Aber ich denke, wir kriegen das heute auch als Trio ganz gut durch. Dann sind wir vielleicht heute nicht 3 Stunden auf Sendung, sondern nur 2,55, aber gucken wir dann mal. Ja, wir haben heute vieles auf dem Programm. Natürlich auch Fußball, das gehört ja in diese Sendung einfach auch rein. Aber wie auch schon angekündigt, 2 große andere Themen. Zum einen Deutschland sucht den Superstar und zum anderen die Ukraine. 2 völlig unterschiedliche Themen irgendwie. Aber wir versuchen mal, dass wir das immer so Step by Step hinbekommen, dass wir von einem Thema zum anderen switchen. Aber ich finde, da wir einfach bei Nordkick sind, fangen wir einfach mal mit Fußball an. Und ich lasse euch erstmal euch vorstellen in eurer fußballerischen Karriere, was ihr so gemacht habt. Dominik, da fange ich einfach mal mit dir an. Ja, hier habe ich angefangen. Ich habe irgendwann, also ich bin schon immer auch so in Grundzug-Memmersdorf geboren. Da habe ich immer aufgewachsen und habe dann mit, ich weiß nicht, 3, 4 Jahren, wurde ich bei Rot-Schwarz-Kiel dann angemeldet, habe da dann, ich glaube, also ja, also bis heute spiele ich da, also ich bin jetzt 23, also so 18, 19 Jahre bin ich jetzt dabei. Am Anfang auch sicherlich, denke ich, ambitioniert, ne? Ich sag mal, bis zur, weiß ich nicht, vielleicht E-Jugend dachte man, okay, mal gucken, schießt viele Tore hier gegen die anderen Kinder, so mal gucken. Aber irgendwann habe ich dann auch schon gemerkt, okay, ich habe andere Stärken, die ich noch ein bisschen besser kann als Fußball. Und gerade so dann, als es dann auch in den Herrenbereich oder so auch spätere Jugend ging, habe ich gemerkt, okay, mir macht das mega Spaß, vor allen Dingen auch mit den Leuten da. Also ich hatte auch Mannschaften oder Mannschaftsgefühle, wo das vielleicht mal nicht so gepasst hat, aber auch das, was da jetzt ist, es macht einfach super Spaß, da mal hinzugehen und mit meinen Jungs da zu kicken, mit denen ich halt sonst sowieso auch saufen gehe oder sonst irgendwas mache. Ne? Und ich spiele jetzt bei Rot-Schwarz Zweiter und wir sind auch auf jeden Fall super ambitioniert. Also wir wollen, denke ich, das Ziel ist langfristig halt auch aufsteigen in die Kreisliga. Aber ich mache das, also ich habe dann irgendwann festgestellt, okay, so Musik kann ich besser, damit kann ich vielleicht auch tatsächlich mal dann auch Geld verdienen, so, weil da muss ich ehrlich sagen, da ist bei Fußball der Zug abgefahren. Ach, ehrlich? Ja, denke ich schon. Ich bin schnell, aber ansonsten ist es, hält es sich in Grenzen. Und ja, aber es macht mir einfach wahnsinnig Spaß und deswegen mache ich das, ziehe ich das auch seit 18, 19 Jahren durch und ich habe mich bei Rot-Schwarz immer super wohl gefühlt, deswegen auch nie gewechselt oder nie auch den Wunsch gehabt zu wechseln und ja, deswegen ist für mich Fußball in erster Linie auch so ein bisschen, ja, mit meinen Kumpels einfach geil, ein bisschen bolzen, Vorbereitung, sich ein bisschen quälen und so, darauf habe ich Bock, ne, und deswegen mache ich das, aber der Anspruch an sich ist auf jeden Fall dann auch auf Spaß und natürlich auch, ne, auch Aufstieg ein bisschen, klar, aber das ist jetzt, also wie gesagt, damit fertig nicht. Ich werde kein Profi mehr. Ja, ne, ich habe gerade letztens noch mit, also Daniel war ja auch hier, dein Trainer Daniel Bunte, und wir haben letztens auch noch kommuniziert und er sagte, ja, leider kannst du besser singen als spielen. Aber ich erinnere mich, glaube ich, auch noch dran, als ich noch Liga-Trainer bei Rot-Schwarz war, da warst du, glaube ich, A-Jugend oder Zweite, und das, was du eben schon erwähnt hast, habe ich tatsächlich auch noch so im Gedächtnis gehabt, dass du unheimliche Schnelligkeit auf den Platz gebracht hast. Inwieweit kannst du denn im Moment noch zeitlich Fußball spielen und inwieweit kannst du der Mannschaft denn überhaupt noch beim Thema Aufstieg mittelfristig, langfristig helfen? Ja, ich glaube aktuell jetzt mit der heißen DSDS-Phase, also gerade laufen ja die Auslandsrecalls und so, bin ich sehr angespannt. Und aktuell, ich hatte, also nach der Wintervorbereitung hatte ich dann auch noch zwischenzeitlich Corona, so, da hat man ja auch mal ein bisschen mit Herzmuskeln und so ein bisschen sich dann doch noch Zeit gelassen und deswegen habe ich mich jetzt erstmal ein bisschen, also nicht ausgeklingt so, aber ein bisschen erstmal zurückgelehnt. Weil man muss auch sagen, wenn ich mir jetzt bei irgendeinem Freundschaftsspiel oder beim Training irgendwie einen Kreuzbandriss hole, dann ist es auch, das wäre halt echt super GAU, weil dann kann ich ganz viel am Nagel hängen. Und deswegen mache ich jetzt gerade so ein bisschen ruhig. Ich gucke bei den Spielen gerne zu, ich bin gerne bei den Jungs da, ne, und sehe die auch neben dem Platz. Aber ich denke, bis diese heiße Phase jetzt vorbei ist, werde ich mich auch erstmal da ein bisschen noch zügeln müssen. Aber danach greife ich auf jeden Fall sofort wieder an, weil das, ja, wie gesagt, einfach mega Spaß macht und weil es natürlich auch immer ein Ausgleich ist. Ne? Also wenn du den ganzen Tag nur irgendwie irgendwas mit Musik machst, dann brennt dir auch immer der Kopf. Ne? Dann willst du auch noch auf dem Rasen und dann ein paar Buden reinmachen, ne? Es gibt ja da so ein Parallelbeispiel, wie heißt der, Philipp Pavlovic, oder wie heißt der, der jetzt auch Dschungelkönig geworden ist, der kickt doch auch in Hamburg irgendwo.
zumindest steht er ab und an nochmal bei Fußball.de mit auf dem Spielbericht. Also insofern scheint man das ja irgendwie parallel hinzukriegen. Ja, also ich denke, das wird auch sowieso immer mal ein bisschen phasenweise schwanken. Und ich sag mal, früher, also ich sag mal so C- bis A-Jugend, war ich echt auch jemand, der war bei jedem Training, ich hatte glaube ich Trainingsbeteiligung, hat mir mal irgendwie auch dann so ein bisschen so wie so ein Wettkampf mehr und irgendwie so 93 bis 95, irgendwie 98% so ran. Das kann ich auf jeden Fall nicht mehr leisten. Ne? Auch ich mache auch nebenbei noch Uni, ich habe nebenbei noch andere Sachen. Aber, was studierst du? Psychologie. Jetzt 8. Semester hier in Kiel. Und muss natürlich dann auch sagen, auch weil ich halt auch jetzt mitbekommen habe, mit Fußball wird das langfristig nichts so. Also mit auch vielleicht mal ein bisschen Geld damit verdienen. Und mit Musik könnte das halt schon klappen. Natürlich auch das ist wahnsinnig schwer. Das ist eine große Herausforderung, gerade auch langfristig das zu schaffen. Aber deswegen hat auch Musik dann doch immer Vorrang, weil ich da halt wirklich ambitioniert bin, das in irgendeiner Form zu schaffen. Und bei Fußball, auch wenn ich es wirklich liebe, ist mir das natürlich bewusst, dass das immer ein Hobby bleiben wird. Ja, du warst sehr vereinstreu dann anscheinend bisher. Marc, dann bist du eher die Wanderhure, oder? Kann man so sagen, ja. Also ich habe mit 3 Jahren angefangen zu kicken und beim OFC. Bin dann dort bis zur... Also deine Eltern haben dich wirklich, haben die Trainer wirklich schon gequält und dich mit 3 Jahren dahin gelassen. Mhm. Also, bitte, also, Eltern, wenn ihr das hört, ja, es reicht echt mit 5, weil sonst sind die Trainer wirklich überfordert. Ja, das kann ich nur so stehen lassen. aber dann habe ich bis zur C-Jugend, habe ich dann dort Fußball gespielt. Ab der C-Jugend bin ich dann zu Schleswig 06 in die Regionalliga. Und danach dann eben halt zu Holstein Kiel gewechselt und habe dort meinen Werdegang bis zur A-Jugend-Bundesliga mit, also Regionalliga und Bundesliga beides gespielt. Und danach dann zur FDR der Büdelsdorf, also im Herrenbereich. Und nach Büdelsdorf kam dann Schleswig 06. Und danach habe ich dann das halt ein bisschen abklingen lassen. Also Schleswig 06 war erst Jugend und später auch nochmal Herrenbereich, oder? Richtig, genau. Achso, und dann gab es eine Pause und dann kam Schinkel, oder wie war... Oder? Dann gab es eine Pause, dann hat mich ein alter Bekannter, also mein damaliger B-Jugend- bzw. C-Jugend-Trainer von Schleswig 06, Kai Mielens, angesprochen. Der hat dann gefragt, ob ich dann halt mal Lust habe, bei Fan mitzukicken. Und dann hatte ich da halt für ein kurzes Gastspiel für knapp, ja... Ich glaube, das waren 3 Monate, 4 Monate. Und danach bin ich dann halt zu Suchsdorf erstmal gegangen, zu Mario Schülke. So, er hat das da übernommen und hat dort halt den abstiegsgefährdeten Verbandsligisten halt erstmal übernommen. Und ich bin dann dazugestoßen, er hatte gefragt und nachher, nach der Zeit bei Suchsdorf, bin ich dann halt zu Schenke gegangen. Genau. Und dann nach Schönkirchen, habe ich gehört. Ja, da kamen noch 2 Stationen dazwischen, aber das wäre auch wahrscheinlich der Begriff Wanderhure, ja. Nee, aber dann nachher am Ende jetzt bei Schönkirchen und da bin ich auch sehr froh drüber. Und was waren so die besten Mit- und auch Gegenspieler, gegen die du so gespielt hast? Da könnte ich jetzt eine ganz große Palette aufzählen. Also von mir reicht eine Handvoll. Eine Handvoll. Unter anderem bei Holstein hat man ja viele, mit denen man halt, die halt nachher Regionalliga oder auch höher spielen, mit zusammengespielt. Gegenspieler, da waren auch einige gute mit dabei, aber namentlich oder so, waren da halt zu viele, weil man halt ja auch gegen Regionalligisten, gegen Bundesligisten. Ich kann nur sagen, Gegenspieler war mal in der B-Jugend-Bundesliga. Unter anderem der Bruder von Toni Kroos, Felix Kroos, den ich mal gespielt hatte oder auch mal das Vergnügen hatte. Gab auch ein schönes Bild mal, ich weiß nicht, ob es noch existiert, wo ich gerade rauskomme und er mir dann in gewisse Bereiche halt hinschießt. Ja. Aber ist gehalten. Gehalten ist gehalten, ja stimmt, aber war auch schmerzhaft. Nee, aber das kann ich dazu nur sagen. Ich habe eigentlich jetzt erwartet, dass du was anderes sagst. Soweit ich weiß, hast du auch mit Büdelsdorf gegen den HSV gespielt und auch gegen Raphael van der Vaart gespielt. Na, das war auf so einem kleinen Turnier, genau richtig. Ja, und so wie war das so?
Ja, also es war auf jeden Fall eine Erfahrung, mal auf einem anderen Level zu spielen. Oder halt sozusagen mal diese, unter anderem war ja auch Holstein mit dabei, die Herrenmannschaft bei diesem kleinen Turnier. Und es war auf jeden Fall ja, mal schön, gegen solche also die Stars auch mal zu sehen und auch gegen die zu spielen. Aber man hat dann schnell gemerkt, auf das Level, da muss man auch einiges mehr tun, wenn man darauf kommen möchte. Also. Hat er dir ein paar eingeschenkt? Mir jetzt persönlich nicht, mein sozusagen Torwartkumpan damals, der hat auch früher bei Holstein die Ausbildung gemacht. Fuzzi? Ja. Fuzzi. Genau richtig. Und wie heißt er noch richtig? Hendrik Preuß. Ja. Ja, von dem durfte ich auch vieles lernen. So, das war auch einer, ein sehr, sehr guter Mitspieler unter anderem. Oder bei FDI der Blütsdorf waren sowas wie Malte Savkulic, Kailas, die Ostermänner, die bei Weiche spielen. Und ich entschuldige mich jetzt schon mal, wenn ich einige nicht erzählt, aufgezählt habe. Ja, aber das sind jetzt so die, die mir jetzt aus dem Stegreif gerade einfallen. Und wer hat beim HSV noch so mitgemischt, außer Van der Vaart zu der Zeit? Oh, ich weiß noch, damals war auch Klingbeil noch da. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst. Ja, aber wir reden ja von guten Spielern. Ja. Oh. Ich bin ja nicht so der HSV-Fan, deswegen. Das muss man ein bisschen schneiden. War Barbaresta auch dabei? Das ist schon so lange her. Also das kann ich nicht mehr sagen. Ja gut, er war nicht dabei, sonst das daran hättest du dich. Ja, und ich glaube, in der Zeit, weil wir haben gerade über Geld geredet, dass man mit Musik Geld verdienen kann, mehr als mit Fußball, aber da gab es Summen bei Eider, oder? Ja, aber das... ja, also genau so werde ich da nicht sagen, aber es gab schon gutes Handgeld. Aber die waren schon nicht mehr dreistellig? Bei einigen ja, bei anderen nicht. Sagen wir es mal so, es waren Unterschiede da. Gibt es Eider Büdelsdorf eigentlich überhaupt noch? Soweit ich weiß nicht mehr. Die sind ja kurz nachdem wir da weg waren, sind die eigentlich in der Versenkung verschwunden. Also habt ihr die Pleite gemacht? Nee, aber das ist ein anderes Thema. Darauf gehe ich nicht weiter ein. Na gut, dann nicht. So, und jetzt bist du bei Schönkirchen gelandet. Wie gefällt es dir da? Wie bist du da hingekommen? Und was sind da so deine Ambitionen und Ziele? Ja, also... Jetzt so im gehobenen Fußballalter. Hingekommen bin ich da eigentlich über den Torwarttrainer. Er hat mich halt mal angeschrieben und hat dann gefragt, weil ich ja gerade... Matthias Hoop. Ja, weil ich da gerade fußballfreie Zeit hatte. Und einfach nur laufen gegangen bin, um was für den Körper zu tun. Dann hatten wir halt mal geschnackt, mal zum Probetraining gekommen und hat er gleich funktioniert. Also man fühlte sich gleich wie zu Hause und wurde aufgenommen, war eine gute Harmonie in der Mannschaft. Ja, da fühlte man sich wirklich sehr, sehr wohl. Also fühlte ich mich auf jeden Fall sehr wohl, gleich von Anfang an. Und das war dann auch der ausschlaggebende Punkt, dass ich dann zu Schönkirchen gegangen bin. Und ja, Ambitionen sind natürlich der Aufstieg oder halt auch die Ausbildung und Fortbildung der jungen Spieler. So, weil ich gehöre ja mittlerweile zum alten Eisen, muss ich ja nahtlos mir eingestehen. Du bist ja zweitältest, ne? Ja. Bin ich wirklich? Michael und dann du. Oh Gott. Und dann kommt lange nichts. Ja. Nee, aber die Ambitionen sind halt... Natürlich siehst du jünger aus als andere. Danke, danke. Nee, aber die Ambitionen sind ja halt der Aufstieg über, also mittelfristig, ne? Dass man halt in der nächsten oder übernächsten Saison den Angriff wagt und dann eben ja die einzelnen Spieler halt verbessert, voranbringt, die Erfahrungen halt sozusagen mitbringt und denen das dann halt auch zeigt von den beiden Torhüter. Ich kann jetzt speziell nur über unsere beiden Torhüter reden. So, die haben halt schon sehr viel Potenzial und lernen sehr, sehr fix. Also, da muss ich dann auch nochmal Lob aussprechen. Das ist schön. Da haben wir eine Zuschauerfrage, die mit Fußball zu tun hat und die quasi an uns alle drei geht. Da ist die Frage von Daniel Lechte, ob wir glauben, dass die Saison zu Ende gespielt wird. Ich bin gerade sowieso ja ein bisschen raus wegen diesem DSDS-Ding. Ich persönlich glaube jetzt schon, also ich würde es mir wünschen halt so, weil, also ich denke jetzt mit dem wärmeren Wetter und so, ich weiß, bei uns zumindest fanden relativ
viele Spiele wurden zumindest so angesetzt, glaube ich. Viele dann auch im Nachhinein dann abgesagt, weil auf einmal in irgendeiner Mannschaft 10 Leute Corona haben. So. Ich persönlich weiß nicht, ich bin ja auch kein Virologe, aber ich schätze es schon ein, dass wenn man das wirklich will, dass man das irgendwie zu Ende gezogen kriegt und so. Ja, aber ich glaube, also am Ende ist es ein Wunsch, weil, also ich weiß noch, diese eine Saison, wo auch da abgebrochen wurde, ich weiß nicht, was die letzte oder die vorletzte. Beide. Ja. Die eine war mit Wertung und die andere ohne. Ja, aber da war es dann auch so, dass ich glaube, bei der auch ohne Wertung, da waren wir echt gut dabei und dann irgendwann, ja, dann ist halt scheiße, ne? Wenn du richtig den Arsch abgerissen hast, stehst, ich glaube, da waren wir sogar umgeschlagen oder so. Und dann, also das weiß ich jetzt aber nicht genau, so und dann, das ist halt nervig, ne? Wenn dann alles quasi umsonst in dem Sinne so, dann ist also gut, natürlich auch die Frage, wofür macht man das generell so, aber wenn man dann ja echt sich den Arsch aufreißt den ganzen Sommer über, ja, aber ich meine, manchmal gibt es keine anderen Wege, ne, und gerade sehen wir auch, wenn Mannschaften dann 10 Leute krank sind, dann geht es nicht anders. Ja, ich glaube, die Saison wird zu Ende gespielt, aber es kommt ja immer noch darauf an, was jetzt gerade so drumherum passiert, und jetzt nicht nur das mit dem Virus, sondern auch, ob es noch schlimmer wird mit den wo wir ja nachher später noch drauf kommen, mit den Flüchtlingen, ob das eventuell auch noch mit drauf Einfluss nehmen kann. So, das könnte eventuell auch passieren, wenn da halt zum Beispiel irgendwelche Unterkünfte gebraucht werden. Also was auf keinen Fall passieren wird, dass die Saison nicht gewertet wird. Also dann werden sie den Koeffizienten wieder zu Rate ziehen und ich denke mal, dann wird es diesmal auch Absteiger geben und nicht nur Aufsteiger. Bisher bemühen sich die Staffelleiter sehr, alles vor Anfang Mai nachholen zu lassen, weil sie ja im Moment noch sagen, Anfang Mai ist die Saison zu Ende. Ich kann mir aber vorstellen, dass wenn sie sehen, dass sie einigermaßen mit ihren Nachholspielen hingekommen sind, dass sie dann tatsächlich doch noch die Option nutzen, bis Mitte Juni oder so spielen zu lassen, um sie dann vielleicht doch zu beenden und die wichtigen Spiele spielen zu lassen. Nur im Moment fällt natürlich fast 50% oder mehr der Spiele aus, weil es allerdings den Verein auch recht einfach gemacht wird, die Spiele aktuell abzusagen. Es gibt keine Regularien, die besagen, du musst so und so viele Fälle haben, es reicht ein Verdachtsfall. Das ist auch soweit in Ordnung, weil wir einfach in dieser Pandemie sind und jederzeit jemand angesteckt werden kann, wenn dieses Spiel gespielt wird. Aber es gibt durchaus schon andere Fußballkreise, bei denen ist das nicht mehr so. Dafür muss eine Mindestzahl an Corona-Fällen bekannt sein oder man muss aus der zweiten Mannschaft ausfüllen oder man darf das Spiel ausfallen lassen, ohne dafür Strafe zu zahlen, kriegt aber die Punkte nicht. Und es kann durchaus sein, dass in Schleswig-Holstein das ja auch irgendwann nochmal härter dann gehandhabt wird. Und insofern bin ich eigentlich auch noch optimistisch, dass die Saison weitestgehend durchgespielt wird, sodass eine Wertung auch am Ende Sinn macht. Aber im Moment ist es ja tatsächlich so, nehmen wir mal die Verbandsliga, da sollte das Spiel Preetz gegen Rot-Schwarz-Kiel schon bereits viermal stattfinden. Und es wurde viermal abgesagt, aus verschiedensten Gründen, auch völlig regelkonform. Aber dennoch hat man das Gefühl, die beiden Mannschaften gehen sich so ein bisschen aus dem Weg. Jetzt am kommenden Wochenende sollen sie wieder mal gegeneinander spielen und aktuell hat Rot-Schwarz, glaube ich, neun Fälle von Corona. Also ich will nichts prophezeien, aber ich glaube, das fällt wieder aus. Aber gucken wir mal. Vielleicht spielen die ja dann doch nochmal irgendwann innerhalb einer Woche zweimal gegeneinander. Das wäre dann ja vielleicht nochmal ganz interessant. Aber das ist nur ein Beispiel von vielen. Und aber wie gesagt, ich glaube, dass die Saison doch noch zu Ende gespielt wird und dass es auch eine sinnvolle Wertung am Ende geben wird. Wäre auch für Kilia natürlich wieder mal richtig übel, wenn sie wieder alles wegschießen und dann Cut und keine Wertung. Verbrannte Kohle. aber da glaube ich nicht dran. Ich denke, dass das alles schon einigermaßen regelkonform durchgezogen wird. Ja, jetzt versuchen wir dann mal, zwischen einem heiteren Thema und einem etwas traurigen Thema hin und her zu springen. Wir fangen mit heiter an. Wir fangen mal ganz vorne bei DSDS an. Das wird ja schon im Jahr 2021 gewesen sein. Wahrscheinlich irgendwann so im Frühling, Sommer wird es wahrscheinlich losgegangen sein. Es gibt ja zwei verschiedene Möglichkeiten. Entweder man bewirbt sich dort oder man wird entdeckt über YouTube oder keine Ahnung was. Und einmal, ja, wie war es bei dir? Wie ist es bei dir dazu gekommen? Und warum ausgerechnet dieses Jahr? Hattest du zuvor Angst vor Dieter Bohlen?
Bei mir war es so, ich war schon vor 2 Jahren in einer Fernsehsendung, die hieß Battle of the Bands, die lief auf RTL 2. Damals wurde ich, ich lade auf Instagram so Singcover hoch, wurde ich von Battle of the Bands quasi über Instagram angeschrieben, hey, hast du Lust bei uns mitzumachen? Ich habe mir das so angeguckt, dachte, ja, wieso eigentlich nicht, weil Corona und nicht viel passiert. Und habe da mitgemacht. Die Sendung war dann nicht erfolgreich, deswegen wurde sie dann auch früher beendet. Deswegen war ich dann auch... Den Titel habe ich tatsächlich gehört, aber nie gesehen. Ja, ja, also die, wie gesagt, die war nicht erfolgreich, großartig. Dann war ich tatsächlich dadurch dann auch schon im Finale, dass wir dann aber verloren haben. Man muss auch sagen, die beiden Mädels, die das gewonnen haben, die waren auf Spotify dann auch ziemlich erfolgreich. Also die hatten da mit ihrer Single da auch über 1 Million Views und so, Klicks. Also das war schon dann am Ende ganz profitabel oder zumindest relativ von der Reichweite her ganz groß. Aber genau, da war ich halt Teil davon, von dieser Jungsgruppe. Und schon in dem Jahr gab es da halt immer mal Anfragen im Sinne von vielen Sachen. Ich habe mich da entschieden, nirgendwo da mitzumachen, weil ich erstmal das da war. Da passiert ja auch ganz viel noch drumherum, so mit den Leuten und so. Und da waren noch so viele offene Türen in dem Sinne, dass ich dachte, okay, jetzt guckst du erstmal, was dahinter ist. Und du hast bei anderen, also es gibt ja auch noch andere Fernsehsendungen, wo du singen kannst oder andere Plattformen, wo du als Sänger irgendwas machen kannst. Die gibt es aber im nächsten Jahr auch noch so. Ne? Dann guckst du erstmal, was geht hier noch ab. Und wenn sich dann die Türen aus irgendeinem Grund geschlossen haben oder dahinter nichts ist, was du wolltest, dann kannst du aber noch gucken. Ja, und so war das dann dieses Jahr. Und weil ich halt auch schon bei dem anderen Format war, war da auch schon die Aufmerksamkeit von Seiten Produktion so. Ja, und ich dachte, wieso eigentlich nicht, weil das hatte mir... Und die rufen dich dann an oder schreiben dich an, oder? Ich weiß nicht genau, inwiefern man das genauso produktionsinhaltsmäßig teilen darf, aber es gibt auf jeden Fall, also es gibt halt den klassischen Weg, dass du dich online bewirbst so, aber es kann auch sein, dass die quasi auf dich mal zukommen und so und sagen, hey, hast du nicht Lust, dich zu bewerben? Am Ende läufst du aber quasi denselben Prozess durch. Du musst nämlich auch vorher nach Köln in so einen Jury-Casting-Workshop, also da siehst du nicht dann die Juroren, sondern in erster Linie triffst du da die Produktion und vor allen Dingen sehen die auch mal, wie du in echt bist. Also man schickt vorher mal so Videos hin und so von sich, aber dann siehst du ja wirklich, wie eine Person, naja, in so einem Raum wirkt oder wie die sich auch unter Druck verhält oder vor Kameras verhält und so, ne? Und das ist für die natürlich wichtig. Und genau, das fanden die gut. Das war auch anstrengend. Also ich bin dann morgens mit dem Zug nach Köln, hab dann da, weiß ich nicht, 10 Minuten vorgesungen. Dann haben wir da ein bisschen Interviews gedreht und fährst auch wieder 8 Stunden nach Hause. Das ist ein langer Tag. Aber nee, das hat mir immer schon Spaß gemacht, auch einfach vor der Kamera. Und immer mal so diese Drucksituation so ein bisschen, ne, wo du auch dann mal performen musst und bringen musst und das dann aber auch klappt. Also das hat mir schon immer Spaß gemacht und so. Und nee, genau, da hat das geklappt und deswegen war ich dann, wusste ich, okay, ich komme vor die Jury. Das muss auch nicht immer heißen, dass du automatisch ins Fernsehen kommst. Aber genau, ich kam dann vor die Jury und das hat dann sehr gut funktioniert. Ich hake da nochmal kurz ein. Ja. Also die haben dir dann sofort gesagt, dass du weiter bist oder hast du erst später irgendwann Bescheid gekriegt? Nee, die sagen dir schon, du darfst, genau, du kommst, also du gehst kurz aus dem Raum raus, dass die sich immer besprechen können, aber dann sagen sie dir schon, ob das weitergeht oder nicht. Mhm. Genau, wie gesagt, am Ende ist natürlich die Frage mit Fernsehzeit und so, ne, die casten natürlich erstmal Leute und gucken dann, wer, ich sag mal, wenn du im Fernsehen dann auch dann doch langweilig bist, so, dann heißt es auch nicht, dass du automatisch dann gezeigt bist, ne, also du musst schon gucken, dass du auch irgendwie interessant bleibst, so, ne. Genau, und dann war das dann aber klar, haben die mir an dem Tag quasi noch gesagt, so, du kommst vor die Jury und genau, dann war ich irgendwie, weiß nicht, einen Monat später oder so, bin ich dann nach Burghausen gefahren, das war auch wieder aus Kiel, ne? Das wäre nicht Rode, nicht näher dran, oder doch mal? Ja, die sind zeitlich verschoben und ich hatte im Sommer auch noch andere Termine, deswegen konnte ich halt zu dem frühen Zeitpunkt nicht und habe dann quasi den späteren Slot bekommen, der dann halt in Burghausen war. Das war dann auch pro Strecke 12 Stunden Zugfahren und da war sowohl das Casting, wo ich dann weitergekommen bin, als auch der Recall, der in derselben Folge jetzt gezeigt wurde. Also in meiner Casting-Folge am Ende kommt dann ein Recall, das war aber 4-5 Tage auseinander. Also ich bin in einer Woche bin ich 2 Stunden hin, 2 Stunden zurück, also insgesamt 48 Stunden zugefahren. Dann geht es aber auch mal ganz fix, wenn du nach Hamburg dann 1:20 oder so. Zahlt RTL das, die Zugkosten? Oder zahlst du denn? Also Reisekosten werden normalerweise übernommen. Ja. Genau, also da entstehen eigentlich keine Kosten. Und
Ja, dann war ich da und das war dann auch erfolgreich. Wo man auch sagen muss, also es gibt halt diese Castings, ne, da war, ich hatte das Gefühl, dass sie dieses Jahr auch echt, echt viele gute Leute da hatten und so. Und auch bei manchen Leuten, die vielleicht in anderen Jahren noch weitergekommen wären, wo man gesagt hat, so, gib dir noch mal eine Chance, haben die da schon gesagt, nee, das reicht nicht fürs Casting. Und dann Recall sind halt, da waren locker 120, 130 Leute, also halt alle Leute, die man jetzt auch gesehen hat, außer die drei goldenen CDs, die direkt ins Ausland kommen, die waren dann halt da auch in Burghausen. Und da merkst du, okay, von den ganzen Leuten, und diese, du singst ja die ganze Zeit überall, hörst du Leute singen, ne, weil die sich auch einsingen und alles, und die konnten auch wirklich alle singen. Also das merkst du dann auch schon, und da merkst du schon, ja, okay, von den 130 kommen jetzt hier 25 weiter oder so. Da bist du dir dann natürlich auch nicht mehr so sicher. Also ich dachte, ich wusste ja, okay, ich kann schon singen und so, dass ich jetzt bevor der Jury weiterkomme, denke ich schon. Aber im Casting, wenn du dann merkst, okay, hier kommt jeder Fünfte, jeder Sechste kommt hier überhaupt erst weiter, da denkst du, ja, okay, so, das ist jetzt echt eine Nummer. Das hat dann aber geklappt. Genau, und dann war ich jetzt letztes Jahr im Sommer im Ausland, im Auslandsrecall. Haben da in Italien getroffen. Machen wir jetzt erstmal einen Break. Ja. Weil ich dazu noch Vorfragen habe. Ja, auf jeden Fall. Und dann wechseln wir einmal kurz das Thema und dann kommen wir erst ins Ausland rein. Jetzt habe ich auch meine Frage gerade vergessen. Achso, ich habe die Folge ja gesehen, wo du im Casting warst. Ich habe sie allerdings zeitversetzt gesehen. Ich muss gestehen, ich gucke sowas tatsächlich. Und ich mit meiner Freundin zusammen und dann nehme ich mir das auf und gucke das dann später. Dann habe ich dich halt vor der Jury gesehen und wusste also nur, dass du in Recall gekommen bist. Und dann habe ich deinen Vater angetickert und habe gesagt, Mensch, dein Sohn war ja echt gut, klasse. Wollte ich dir nur mal so schreiben. Und er schreibt dann direkt, ja, ist nicht meine Musik, aber war wohl ganz gut. Das war so ungefähr die Antwort. Ja. Da wusste ich aber noch gar nicht, dass du auch im Recall noch weitergekommen bist. Das habe ich erst später dann gesehen. Da habe ich ihm nochmal gedacht, gibt's ja gar nicht, dass du noch weitergekommen bist. So, was mich an diesem, also ich weiß ja nicht, wie ihr Kandidaten das empfindet, aber ich als Fernsehzuschauer, der das tatsächlich immer geguckt hat, ne? Auch mit Dieter Bohlen und so. Und ich wollte es eigentlich dieses Jahr nicht gucken, weil ich wusste auch nicht, dass du da bist. Das war zufällig, ich denke. Ich habe es eigentlich auch wegen Bohlen geguckt und jetzt war der ja nicht mehr dabei. Die Jury. Ich kenne einen Dieter Bohlen, der sitzt da und hat seine Stöpsel in den Ohren, um die Stimme des Kandidaten zu hören. Diese Jury singt mit, tanzt, dreht sich um. Kriegen die überhaupt was mit vom ganzen Gesang? Oder wird das Ganze fünfmal gedreht? Einmal haben sie es mitgekriegt und viermal bewegen, machen sie sich zum Affen, damit das fürs Fernsehen tauglich ist. Also fühlt man, denkt man da in dem Moment nicht, wenn man singt, hören die mir gerade eigentlich zu? Doch, auf jeden Fall. Also ich habe das auch mitbekommen und man muss auch sagen, im Fernsehen hört man ja auch häufiger, dass die auch mal mitsingen und so. Man muss halt sagen, jeder, der auch selbst, denke ich, so Musik liebt und das einfach, also als Musiker, wenn jemand irgendwie eine geile Performance macht, und ich sag mal gerade auch sowas mit ein bisschen Energie, ne, wie das, was ich da auch dann versucht habe zu machen, da, also wenn du das richtig, glaube ich, echt so lebst, dann kannst du da dann auch nicht still sitzen bleiben, ne, und dann einfach da. Also ich meine, das ist natürlich klar, wenn du jetzt auf jede so Stimmnuance achtest, aber man muss auch sagen, also da sind ja auch zum Beispiel Tobi Gärtner, der ist ja wirklich einer der weltweit erfolgreichsten Musikproduzenten, die es auf dieser Erde gibt, ne? Also der hat, also der erzählt das so häufig, dass es einem irgendwann vielleicht auch schon so ein bisschen so, ja, wir wissen, du hast mit Beyoncé, mit Miley Cyrus, mit John Legend, mit allen, ne? Ja, ich werde jede Gelegenheit genutzt, kurz mal das zu erzählen. Super, ja. Hausnummer, ne? Wobei das natürlich auch. Aber am Anfang ist es interessant, weil ich als Nicht-Musikkenner kannte ihn nicht. Ja. Ich glaube, wenn du das durchgehend guckst, so, dann denkst du auch irgendwie, ja, okay, das ist dann bestanden. Wenn du natürlich, und das solche Leute auch, die dann ab und zu mal eine Folge reinschalten und dann gar nicht wissen, hey, wer ist der Typ da links, weil er ja nicht in der Öffentlichkeit auftritt. Deswegen ist es, glaube ich, dann schon ganz praktisch, wenn du immer mal wieder sagst, ja, guck mal, hier, der hat übrigens auch mit dem und dem zusammengearbeitet. Ich glaube auch ehrlich gesagt, bei den meisten, da reicht es auch, wenn du zwei Zeilen hörst. Und dann kannst du schon einschätzen, passt das gesanglich so, dass der hier mit ins Ausland kommt oder nicht. So, das hörst du, also ich persönlich denke mir, dass bei vielen, nachdem sie drei Zeilen gesungen haben, okay, wenn der jetzt nicht irgendwie komplett den Text vergisst oder
hier irgendwie das Timing super verkackt oder so, dann müsste der eigentlich zumindest ins Casting, Casting weiterkommen. So. Und in diesem Raum hat das super organisch gewirkt, zumindest, dass die dann halt auch irgendwann auch aufgestanden sind und mitgetanzt haben, ein bisschen mitgesungen haben. So. Und die Leute draußen hören das auch über Mikrofone? Draußen wird es manchmal so mit Mikrofonen... weil die draußen ja irgendwie auch irgendwie reagieren. Manchmal, oder? Ja genau, manchmal haben, also die hatten so, der war relativ schalldicht, glaube ich, damit man auch von außen jetzt nicht alles schon mitbekommt, aber ab und zu wurde halt das quasi, glaube ich, dazugeschaltet. Das hat man auch gemerkt, wenn man davor stand, so, ja, jetzt höre ich gerade nichts, manchmal kam dann von oben halt Lautsprecher und du hast irgendwie was passiert. Genau, und das waren auf jeden Fall dann draußen auch halt Leute, die ja auch nichts damit wirklich, also die haben jetzt, denke ich mal, keine Musikproduzenten oder so, und da haben dann auch viele mitgetanzt. So, ne? Da merkt man halt, okay, das ist in so einer Situation, wenn halt irgendwie das gut ist und die Leute merken das, dann ist das, glaube ich, relativ organisch und so. Ich verstehe aber, dass es natürlich gerade in den letzten Jahren ein großer Kontrast ist und so, ne? Weil natürlich nimmt das auch vielleicht ein bisschen was. Also es war ja auch viel immer der Moment, was sagt er jetzt, das weiß man überhaupt nicht. Wenn die Person schon mittanzt, dann weiß er natürlich, okay, so ganz schlimm wird es jetzt nicht gewesen sein. Aber generell ist es natürlich ein neues Konzept so. Generell soll familienfreundlicher sein, es soll mehr ja, miteinander auch quasi, ja, also auch die Kandidaten ein bisschen unterstützen, da ein bisschen weniger in die Pfanne hauen. Klar, wenn es schlecht ist, dann wird es auch gesagt. Aber das ist natürlich ein neues Konzept, das probieren wir mal aus, wie das bei den Leuten ankommt, weil man halt auf dem alten Weg, das gab es jetzt 18 Staffeln, ne, das wolltest du halt so nicht mehr weitermachen, weil es ja auch irgendwie immer extremer wurde so. Gerade im letzten Jahr, denke ich, gab es da auch wirklich... Wurde euch das Konzept erklärt, ja? Dass das jetzt anders ist? Also es wurde auch offen kommuniziert, auch dass halt generell das schon jetzt ein Umbruch ist. Ne? Also man weiß natürlich auch nicht, wie kommt das bei den Leuten an oder so, aber man will es halt versuchen, das Ganze mehr in Richtung Musiksendung zu drücken und weniger in Richtung... ja, jemand kommt in Austin's Recall und schreit dann einfach rum. Ja, wie der letztes Jahr. Oh Gott, das war nicht auszuhalten. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es war schrecklich. Ja. Also, da war es halt offensichtlich auch natürlich bei manchen Entscheidungen, ja, okay, es geht hier wirklich um Unterhaltung und nicht um Musik. Und ich glaube, dass dieser generelle Anspruch sich schon geändert hat. Also natürlich, wenn jemand toll singen kann, aber der bewegt sich überhaupt nicht und ist auch neben der Kamera irgendwie, also irgendwie passiert da nicht viel, ist das auch blöd, um am Ende irgendwie ein Superstar zu werden, ne? Da gehört natürlich auch mehr zu, als nur gut singen zu können, weil gut singen können auch super viele. Aber ich glaube, der Faktor ist schon wesentlich, wesentlich größer geworden. So. Und, ja, deine Musik war ja nur noch auffällig, also weil wenige Leute ja noch Rock machen. Meistens kommen die ja mit Schlager oder Pop oder sie versuchen sich als Mariah Carey oder als Whitney Houston oder als Amy Winehouse, sind ja übrigens auch welche in der Staffel dabei, die, ich persönlich mag lieber Männerstimmen, ja, weil ich finde diese Frauenstimmen, Entschuldigung, also es ist jetzt nicht frauenfeindlich, diese Frauenstimmen haben sich ausgelutscht, das will man einfach nicht mehr hören, das hat man schon häufig genug gehört und Frauenstimmen sind für mich, haben irgendwie immer nicht diesen Wiedererkennungswert. Das gab's alles schon mal. Und wenn wir die Männer nehmen, wie zum Beispiel letztes Jahr Jan Marten oder so, den erkennst du ja sofort. Von der Stimme. Der kommt ja auch aus Norddeutschland, ne? Hast du den schon kennengelernt? Nee. Den ist ja eine super Stimme. Also mich toucht sowas immer viel mehr als irgend so eine, die das Glas springen lässt. Ja, kann man sagen. Aber ich finde auch, dieses Jahr gibt es auch echt ein paar markante, also zum Beispiel Amber, die aus Holland kommt. Das wusste ich, dass du die erwähnen wirst. Das ist sehr auffällig, dass die dir gefällt. Das wird auch, also das wird natürlich auch im Fernsehen immer ein bisschen. Nein, Amber ist wirklich super, super lieb, super nett. Aber die versuchen natürlich, sobald du irgendjemandem ein Kompliment gibst, dann dreht er immer eine Love Story draus. Ne? Das ist klar, dann legst du deinen Hintergrund irgendwie eine schöne Musik. Aber die hat ja wirklich auch eine markante oder eine eigene Stimme. Und oder zum Beispiel auch Tina, finde ich zum Beispiel, die hat eine Stimme, die jetzt auch nicht klassisch einfach so viel mit Vibrato und so ist, sondern irgendwie, ja, die hat im Recall hat die was von. Weiß ich nicht mehr genau, wie ich bin vorbereitet. Die heißt Tina Umbrich. Ja. Und ist für mich optisch gesehen die einzige Frau mit Star-Appeal. Das dachte ich nämlich auch. Also als Tina in diesem Kasten stand, ich habe die, du hörst halt draußen nicht immer, was die singen, aber ich habe das gesehen und von dem Style, von den Haaren, da dachte ich auch so, ja, okay, die kommt weiter. Also wenn die jetzt, weil die wird ja singen können und du hast, das ist ja auch nicht nur das generelle Aussehen, sondern es ist ja auch, wie du dich bewegst, deine Gestik, deine Mimik und so. Und da dachte ich, okay, das habe ich so wie sie aussieht, habe ich noch nie jemanden aussehen sehen und dann auch mit der Performance und alles. Deswegen finde ich schon, dass da auf jeden Fall auch Leute sind, die wirklich aus der Norm auch rausfallen. Die sticht bei den Frauen auf jeden Fall raus. Genau. So, und wird das für uns zu Hause eigentlich alles nachvertont?
Also, das Gesangliche? Ja. Nein. Echt nicht? Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn ihr da in so einem Kasten singt oder wenn ihr am Strand singt oder in der Stadt singt, dass es eigentlich alles immer gleich wie aus dem Studio klingt. Also ich meine, also ich weiß, ich habe keine Ahnung, inwiefern das, also die werden da sicherlich im Kompressor oder Reverb oder so ein bisschen rüberlegen, weil sonst klingt das ja echt, als würde ich hier jetzt in das Mikrofon reinsingen. Das klingt ja natürlich am Ende im Fernsehen anders. Ich weiß nicht, in welchem Grad die das bearbeiten, aber ich weiß auf jeden Fall, ich habe nicht danach nochmal Are You Gonna Be So Rude oder so eingesungen. Das passiert da einmal und auch wenn es kacke war, dann wird das auch so gesendet oder wenn es gut war. Also das ist wirklich, also du singst da nicht zwei, dreimal ein. Nee, ich dachte, dass sie, wie gesagt, dass sie da einen irgendeinen Filter drauflegen können, dass das dann so, ja, ich sag, also, so klingt wie in der Halle. Das ist, also wenn ich jetzt ganz normal Mikrofon einsinge, wenn du am Strand bist, dann hörst du dann da. Deswegen musst du natürlich schon ein bisschen gucken, das machst du auch, keine Ahnung, also wenn ich zum Beispiel jetzt für mich auch eine Demo aufnehme, wo es einfach nur darum geht, ich will jetzt irgendwie ungefähr Sachen für einen Song, dann mache ich das, dass die Stimme ein bisschen, dass die Laut-Leise-Unterschiede nicht so groß sind, dass ein bisschen Hall hinter ist, weil das sonst halt auch klingt, als würdest du irgendwo auf einer Wiese singen, aber das klingt halt immer schöner, wenn du in der Kirche singst, ne? Da bräuchst du es dann nicht und so. Aber in welchem Grad die das machen, das... Also das wird am Mischpult dann wahrscheinlich hinterher nochmal so ein bisschen... Ja, die haben ja die Vocalspuren und ich denke natürlich, dass man wie überall das ein bisschen macht, aber ich denke, das wird sonst auch wirklich, selbst bei den größten Sängern wird das irgendwie komisch klingen, wenn der Beat und das Instrumental mit Hall ist und die Stimme ist nicht mit Hall, dann merkt dein Gehirn sofort, das passt ja gar nicht zusammen. Also alleine schon deshalb, ne? Ja. Was war das gerade von Leute? Weiß ich nicht. Oh, ich kann mal was sagen. Hallo? Ja. Ja, dann machen wir genau an dieser Stelle mal den Cut und springen einfach mal zum anderen Thema rüber. Ja. Das andere Thema ist Ukraine. Marc, was hast du gedacht, als dort der Krieg ausgebrochen ist? Und wie bist du dann, oder was war für dich der Auslöser letztlich für die Ukraine und die Flüchtlinge und die Leute dort, was tun zu wollen? Ja, also als es ausgebrochen war, konnte ich es zuerst gar nicht fassen. Also ich dachte erst von wegen so, das ist ein schlechter Film oder so, oder irgendwelche Fake News, aber als man es dann danach dann halt realisiert hatte und dann halt dann halt irgendwie auch fassen konnte, weil das braucht ja auch erstmal seine Zeit, hatte ich dann halt irgendwie das Gefühl oder das Verlangen danach zu helfen. So, weil da halt meiner Meinung nach Unrecht geschieht. Also da haben sehr, sehr viele auch diese Meinung. Aber da dann eben halt auch diesen Menschen in dieser heiklen und prekären Situation Schutz oder irgendwie die Hilfe anzubieten, die sie jetzt gerade benötigen. Und deswegen, das war so die Intention, deswegen auch der erster Aufruf, den ich halt gemacht hatte mit dem Hilfskonvoi zur Grenze hin. Da wolltest du ursprünglich nach Lviv fahren, genau, wenn ich das richtig ausspreche. Genau. Aber letztlich bist du da nicht hingekommen. Richtig, weil auf dem Weg dorthin wurde man halt schon, also da war halt schon eine extreme Situation. Der Verkehr war auch schon sehr, sehr, sagen wir mal, überlastet. Und an der Grenze wurde ich dann halt auch angehalten und gefragt, wo ich denn mit... An der Grenze nach Polen? Ja, an der Grenze nach Polen, genau. Mhm. Wo ich dann halt hinfahren würde. Und dann habe ich gesagt, von mir sehr runter zur Grenze zur Ukraine. Und daraufhin haben sie mich dann Richtung Berlin gelotst. Haben gesagt, da fahren oder sollten jetzt am besten nur große Hilfstransporte hinfahren, weil die Situation erstens zu angespannt ist, zweitens ist das Verkehrsnetz da unten dann nicht dafür ausgelegt. Und drittens, man würde dann halt selbst, wenn wir da unten Hilfsgüter abliefern und keine direkte Ansprechperson dort haben, würde es da halt zu Komplikationen kommen. So, die vierte Sache, was sie halt am Anfang nicht ausgesprochen haben, war, sie wollten den ganzen Menschenhändlern vorwegkommen, die dann halt auch Leute von der Grenze halt mitgenommen haben und dann halt für ihre eigenen Zwecke hier in Deutschland oder wo auch immer untergebracht haben.
Ja, hat man jetzt an den Bahnhöfen und so gehört, ne? Dass da angeblich ukrainische Frauen vergewaltigt wurden oder auch irgendwie mitgenommen wurden, bei denen schlafen dürfen gegen Sex oder was auch immer. Wie weit bist du denn dann oder wie nah bist du denn letztlich an die Ukrainer rangekommen? Also wo hast du letztlich dann deine Sachen hingebracht und wo ist es nachher angekommen? Wir haben es zu einer größeren Hilfsorganisation, die halt direkt mit dem Konsulat zusammenarbeitet, hingebracht. Und die haben es dann, also die haben dann die erste Ladung, die wir dann halt, wo ich dann halt die Spenden gesammelt hatte, haben sie nach Kiew gebracht. Also direkt über Schleichwege, welche haben sie aber auch nicht gesagt, weil das halt dann auch geheim bleiben sollte. Aber die sind dann halt auch sicher dort angekommen. So. Den Bezug danach haben wir uns dann halt, also mein Bruder und ich und noch ein paar andere, haben uns dann halt zusammengesetzt und haben ausgeklügelt, was können wir noch machen. Und in dem Zuge haben wir uns dann mit einem Verein in Hamburg, das ist der THCC, und dem HSV Fanclub, beziehungsweise auch HSV Handball, zusammengesetzt und dementsprechend halt eine Tour an die Grenze organisiert, die dann halt mit einem Bus, also mit zwei Bussen halt runtergefahren sind, nach Lviv, beziehungsweise kurz vor die Grenze dort, und haben dort 40, beziehungsweise mehr, das waren sogar mehr als 40 Frauen und Kinder, eingesammelt und nach Hamburg gebracht. Und in dem Zuge haben wir die dann halt am Sonntagmorgen, das war um 3.35 Uhr, als sie hier ankamen, haben wir ihn hier willkommen geheißen und dann in den Unterbringungen, die wir dann halt provisorisch und halt erstmal eingerichtet haben, jetzt erstmal untergebracht. Dass sie jetzt halt da, die leben jetzt knapp zwei Wochen schon dort. Und was machst du jetzt aktuell, also wie häufig beschäftigt dich das unter der Woche, das Thema? Und wie viel Zeit verbringst du damit? Also das Thema beschäftigt mich aktuell täglich. Also es vergeht fast keine Minute, ohne dass ich da sozusagen nicht dran denke. Klar, wenn man halt jetzt auf der Arbeit ist oder irgendwo anders, wo man halt abgelenkt wird, kann man das dann halt dann, kann man da halt dann mal den Kopf freikriegen oder auch mal abschalten. Aber ansonsten bin ich da schon sehr, sehr stark eingebunden, was das angeht. Wir helfen denen ja nicht nur sozusagen, dass sie halt erstmal eine Bleibe haben, sondern dass sie auch die deutsche Sprache lernen, dass sie Verpflegung dauerhaft kriegen. Das heißt, unter anderem muss man halt mit Schulen zusammen kooperieren, mit Lebensmittelmärkten, mit... Das sind so viele Sachen, die man halt dann drum und dran halt bedenken muss. Da denkt man im ersten Moment gar nicht dran. Im Nachgang, hängst du denn da, siehst dann diesen ganzen Rattenschwanz, aber willst dann halt einfach machen. Und das ist halt einfach, also das Schöne an der Sache ist, das ist eine Gruppe, also sind hauptsächlich nur private Leute, die sich da beteiligen und halt zwei Vereine. Und diese Gruppe ist mittlerweile über 60 Leute stark. Da sind dann halt zum Beispiel auch Psychologen, Übersetzer, Dolmetscher. Ein Hamburger Profiboxer ist mit dabei, Alexander Dimitrenko, vielleicht sagt er euch was. Kenn ich. Ja, ist auf der Krim geboren. Der hat dann halt auch dort die ersten Tage halt mit unterstützt. So ab und zu kommt er jetzt mal, wie er es zeitlich einrichten kann. Jogi Bitterny auch dabei? Der war mit bei der Organisation mit dabei. Genau. So, die haben da halt mitgeschrieben, die haben bei diesen bei den Handballspielen haben sie halt Spenden gesammelt, haben den Pott rumgehen lassen. Jogi Bitter ist der deutsche Handballnationaltorwart. Genau. Also nicht nur für Dominik, den Rest vielleicht auch nochmal. Ich kenne mich leider auch nicht so gut mit dem Namen immer aus. Also der wurde jetzt zur letzten, was war denn, EM oder WM, wurde er nochmal reaktiviert, weil ja so viele Leute ausgefallen sind. Ja. Nee, aber da sind halt schon sehr, sehr viele Leute integriert, die halt auch viel drum und dran machen. Und wir versuchen ihnen das halt so
was heißt so schön wie möglich, aber wir versuchen sie hier, dass sie hier ankommen können, so abschalten können und ja, also dass sie halt in Sicherheit sind, so ihnen das Gefühl zu geben oder dass sie sich zu Hause fühlen. So, kann da halt auch die eine oder andere Geschichte noch dazu erzählen. Jogi Bitter war übrigens auch mal in der Höhle der Löwen, also auch Fernsehshow. mit dem Startup, keine Ahnung, der macht anscheinend viel. Ja. Genau. Eine Flüchtling oder ein Flüchtling aus der Ukraine, Viktoria, die ist halt aus Kiew gekommen. Die ist geflüchtet, als die ersten Bomben in Kiew eingeschlagen sind. Und zwar war sie dann gerade draußen mit ihrem Bruder zusammen und im Nachbargebäude ist eine Bombe eingeschlagen und ein Splitter davon hat ihren Bruder getroffen und der war sofort gleich tot. So, wo man das dann halt dann als erstes gleich hört, denkt man nur von mir so, okay, krass, das kannst du jetzt so erzählen und bist nicht am Boden zerstört oder wie auch immer. So, und der stand direkt neben mir. Der stand direkt neben mir, genau. So, und da bist du dann erstmal, ja, im ersten Moment weißt du nicht, was du sagen sollst. Und danach versuchst du dann sozusagen sie abzuholen und ja, das sind dann halt schon bewegende Schicksale. Genauso wie zum Beispiel ein 17-jähriger Junge, der kommt aus Charkiw. Als die Bomben dort sozusagen ja, gestartet sind, beziehungsweise anfingen auf die Stadt runter zu prasseln, hat sein Vater ihnen gesagt, von wegen so, hier Junge, lauf, so, nimm deine Schwester mit, nimm deine Tante mit, so, und lauf. Ja, der wollte dann halt in einen Hilfskonvoi einsteigen, der wurde wiederum dann halt beschossen, was er uns dann halt auch erzählt hatte, und musste halt bis nach Kiew, also bis kurz vor Kiew, musste er halt zu Fuß laufen, so von Charkiw. Wer das nicht weiß, Charkiw. Also die Hilfskonvois, die Leute rausbringen sollen aus der Stadt, werden von den Russen dort beschossen. Richtig. Also bewusst werden die Zivilisten angegriffen. Richtig. So, und ja, warum und wieso, weiß keiner. Also kann auch keiner beantworten, warum das so passiert. Aber es ist halt einfach nur schrecklich. Und wenn man das dann halt alles so sieht, und wie die denn da auch so sind, wie sie sich so geben. So, da kann ich einfach nur den Hut vor denen ziehen, weil, ja, die geben sich so stark und, ja, es ist einfach immer wieder schön und das zeigen dann auch andere Momente, wenn man denen etwas gibt und die sich dann halt auch eine Zeit lang freuen können oder halt nicht dran denken müssen, dass sie halt abschalten können. So, ich habe, eine, beziehungsweise darf ich dir kurz? Das sind Berichte von jemandem, der mit den Leuten aus der Ukraine zu tun hat. Nur mal so, ich habe jemanden in meiner WhatsApp-Liste, der verherrlicht so eine Scheiße. Und ich hoffe, der hört das jetzt einfach mal zu. Der scheißt aufs Westfernsehen, da das Westfernsehen ja anscheinend angeblich nur Lügen erzählt und der glaubt ans Ostfernsehen, an irgendwelche Propagandakacke und findet einfach die Amis scheiße und so weiter und so fort. Ich hoffe, du Vogel siehst das wirklich auch mal, guckst dir sowas mal an. Das sind Berichte von Leuten, die mit Leuten aus der Ukraine gesprochen haben. Nur, dass du mal begreifst, was abgeht in der Welt. Ja. Wo war ich verstehen bin? Ich habe ein bisschen den Faden verloren. Entschuldige. Der Junge aus dem Hilfskonvoi. Achso, ja, der ist dann, der 17-jährige Junge, der ist dann halt von Charkiw halt, musste halt zu Fuß Richtung Kiew laufen, wurde dann halt später vom Bauern aufgegriffen mit seiner Tante zusammen und ja, dann von Kiew aus sind die dann halt in den Zug eingestiegen und Richtung Grenze nach Lviv, oder auch anders genannt Lemberg. Und ja, als er ankam in Hamburg, um das mal zu verdeutlichen, wie krass das war, er hatte nichts außer seinen Rucksack dabei, wo halt zwei Paar T-Shirts drin waren, zwei Paar Socken, zwei Paar Unterhosen. So, was anderes war da nicht drin. Und das war alles. So, und dann denkt man von wegen so, krass, also man kann das gar nicht realisieren. Aber auf der einen Seite ist man traurig, dass sie halt
erstens zu wenig haben oder gar nichts mehr besitzen. So, ihren Mann vielleicht verlieren oder das ganze Land oder alles, was sie vorher hatten. Und hier im Endeffekt, ja, sind sie auf Hilfe angewiesen. So, und wir haben das jetzt auch aus dem Grunde auch privat gemacht, weil wir wissen, dass der Staat momentan auch andere Sachen zu tun hat, dass die Mühen der Demokratie auch länger brauchen, und haben dann erstmal eigenhändig sozusagen da halt uns mit denen auseinandergesetzt, die dann halt hier zu fördern und auch im Endeffekt hier ja, mit aufzunehmen, um halt auch dem Staat halt auch ein bisschen, oder der Stadt in dem Fall, ist es ja Hamburg, die da mitspielt, die halt ein bisschen mit zu entlasten. So, weil wer die Medien sieht oder auch das mitverfolgt, es kommen täglich Hunderte von Flüchtlingen an und nicht alle können registriert werden gleich. So. Und die kommen dann halt in diesen riesigen Massenhallen an, so, wo dann halt erstens nicht wirklich alleine sein kannst, zweitens nicht schlafen kannst, und drittens, ja, du kriegst halt deine Vorratsportion, wenn es hochkommt, so nach 4 Stunden anstehen, so, und dann war's das. So, und ja, da wollten wir dann halt ein bisschen unterstützen und privat halt, ja, helfen und täglich sind wir halt so gut wie möglich, also ich persönlich bin halt fast täglich in Hamburg gewesen, soweit es mir die Arbeit zuließ, und ja, es sind halt schon bewegende Momente dabei. Ja, das hört sich wirklich bewegend und ergreifend an, und das habe ich eben gerade überlegt, wie ich jetzt wieder zu DSDS rüberkomme, aber mir ist tatsächlich direkt wieder was eingefallen, wie ich da drüber komme. DSDS wurde ja zu einem Zeitpunkt gedreht, die Castings, als der Krieg noch nicht in Gang war, und trotzdem hat ein Mejito Alcodri im Casting, das wirst du denn ja wahrscheinlich auch nur aus dem Fernsehen wissen, denn du wirst ja wahrscheinlich nicht da gewesen sein, hat er einen Song gesungen im Casting, der genau über sowas handelt, aus seiner eigenen Erfahrung. Ja, was hast du da gedacht, als du das zu Hause gehört hast? Ja, ich kannte, also du siehst die Castings ja, da kannte ich Mejito ja schon. Also ich war ja im Ausland zusammen mit den anderen 24, ja, und Mejito ist einer von denen. Und deswegen habe ich sein Casting erst gesehen, nachdem ich ihn schon halt kannte. So. Ah, ja. Mhm. Deswegen war das jetzt nicht irgendwie ein erster Eindruck, und er hat auch im Ausland halt seine Geschichte erzählt und so. Ja, ist halt krass. Ich finde halt, das, ja, ist einfach echt ein, also da wird einem halt auch immer bewusst, ne, also wenn man zum Beispiel echt in dieser Bubble drin ist, ne, so, oh, fliege ich nächste Woche raus oder nicht, wirkt das in dem Moment, wirkt das natürlich für dich ganz groß, weil du bist da bei dieser Produktion, du hast dafür viel getan. Aber ich sag mal, gerade wenn man sowas hört, ne, oder wenn man auch, gibt ja leider viele Länder, aus denen Menschen fliehen müssen, da wird dir eigentlich bewusst, also das ist kein Problem, was du hast, ne? Also wenn du hier rausfliegst, dann fliegst du, weil der SDS rausjuckt. Aber es gibt halt wirklich, wirklich Probleme so, und das ja, wird einem dann bei solchen Geschichten oder auch bei anderen Geschichten, also mit Mejito ist geflohen, Abi, mit dem ich jetzt auch schon zum Beispiel zweimal gesungen habe im Auslandsrecall, der ist aus Afghanistan geflohen. Ja, das sind halt einfach, das sind halt wirkliche Probleme, ne? Und das sind wirkliche Schicksale, und ich glaube, da wird man dann immer ganz, ja, da wird man dann wieder auf einmal, merkt man ja, okay, uns geht es wirklich gut, und ob du jetzt hier gut singst oder nicht, das ist am Ende nicht so entscheidend. Es ist einfach wichtig, dass es dir an sich gut geht, dass du gesund bist, dass deinem Liebsten, dass es dem gut geht und so, ne? Wenn das jetzt schon in den Live-Shows gewesen wäre, dann hätte der wahrscheinlich gewonnen, weil jetzt alle aus aktuellem Anlass für ihn angerufen hätten wegen dieses Songs. Das spielt dann ja wahrscheinlich bei sowas, denke ich mal, mit rein. Und wenn er in die Live-Shows kommen sollte, dann wird sowas bestimmt auch nochmal im Vorspann genutzt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja, bei Mejito ist es so, das ging auch schon durch die Presse, dass der quasi disqualifiziert wurde jetzt im Nachhinein, weil er gewisse Sachen verheimlicht hat. Ach, das war das, was auch schon nach dem Casting einmal... Genau. Also deswegen habe ich mich nämlich gewundert, wieso der auf einmal im Ausland mit dabei war. Ich da, weil, ist das nachher rausgekommen? Ach, die haben ihn das hinterher rausgeschmissen, aber vorher noch mit nach Italien, genau. Ja, sie haben, also als sie als nach Italien gingen, also ich kenne ja auch nur das, was es in der Presse gibt. Ich weiß auch nicht, was da
genau passiert ist, aber ich weiß, dass zumindest in der Presse das genau halt danach erst Anzeige wegen Körperverletzung oder nicht oder verurteilt wegen Körperauf oder irgendwie. Ich weiß es nicht genau, was es ist, aber auf jeden Fall halt Sachen, die quasi gegen das neue, auch da halt wieder dieser Umbruch gegen das neue DSDS so ein bisschen gehen. Ich bin da am Ende nicht die Person, die da jetzt beurteilen kann, ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, ihn dann auszuschließen oder nicht. Ach so, aber, das war also erst danach, alles klar. Das wurde ja so direkt nach dem Casting schon gezeigt, aber danach war er dann ja noch. Ja, deswegen ist er noch im Ausland. Aber ja, das ist natürlich eine Geschichte, die ganz viele Leute bewegt und was ich auch immer an sich halt toll fand, gerade bei zum Beispiel dann Merito oder Abi, die halt beide geflohen sind und halt dann bei DSDS aber halt ja, zeigen konnten, dass sie singen können und dass sie performen können und so, dass das natürlich auch Leute, glaube ich, erreichen kann, die ich mit meiner Historie, ich bin einfach hier in Kronsburg aufgewachsen, ne, in einer glücklichen Familie, sag ich mal, ohne Probleme, ohne Flucht, ohne alles, die ich so nie erreichen könnte, wie die das natürlich können. Ne? Also das kann natürlich Leute viel mehr ansprechen, als wenn ich jetzt hier ein bisschen Rock mache und so. Ne? Und das ist natürlich, das freut mich natürlich dann auch für die Leute, die es erreichen, die sich da verstanden fühlen können, auf eine Art, auf die ich das nie könnte, weil ich das einfach halt nicht erleben musste. Aber gehen wir aufs Musikalische von ihm ein. Eigentlich hat jemand, der solche Musik macht und eigentlich in seinem Rap auch immer gleich klingt, also immer mit dieser gequälten Stimme, die zwar irgendwie einzigartig ist, aber sehr gequält ja auch rüberkommt, hat er ja nur eine Chance in einem Duett oder so, weil irgendjemand muss dann ja zwangsläufig zwischendurch mal singen. Und wenn du ein ganzes Ding nur durchrappst, hast du als Solo-Künstler, denke ich, bei DSDS keine Chance, oder? Naja, es ist halt eine andere Musikrichtung. Also es gibt ja auch viel Rap, wo halt einfach, also zum Beispiel, viele sagen, er klingt ein bisschen wie Samra, ich weiß nicht, ob ihr den jetzt kennt. Also das ist im Rap auf jeden Fall so, dass du einfach als Rapper das so machen kannst und damit wahnsinnig erfolgreich sein kannst. Also aber brauchst du nicht immer zwischendurch jemanden, der im Refrain auch nochmal so einen Ton singt? Kannst du haben, auf jeden Fall. Man muss auch sagen, also er hat zum Beispiel jetzt auch in der letzten Performance hat er auch ein bisschen gesungen. Das klang jetzt auch nicht komplett unterirdisch. Dafür kannst du ja dir aber Features ranholen. Also das ist ja eine ganz übliche Praxis. Und ich meine, jemand, der jetzt eine schöne Singstimme, eine klare Stimme hat, der kann dann dafür halt, denke ich mal, nicht so diese Rap-Parts so mit so einer, vielleicht, ja, ich nenne es jetzt mal Maskulinität oder so halt rappen, ne? Und deswegen denke ich, dass sich das ergänzt und dass es ja auch gang und gäbe ist. Das meine ich ja, dass es sich ergänzen muss. Also du brauchst ein Duo. Aus meiner Sicht kannst du das nicht als Solokünstler schaffen. Also so ein Sido zum Beispiel, der ja inzwischen nicht mehr so ein Gangster ist, sondern eher ein Familienvater, der sucht sich ja auch immer irgendjemanden, der mit singt. Also zum Beispiel, also ich sage jetzt mal zum Beispiel Bilder im Kopf von ihm, da singt er auch die Hook. Oder da ist es muss ja auch nicht immer Gesang sein. Also zum Beispiel, was gibt es noch bei Sido? Zum Beispiel mein Blog von Sido, da ist auch kein zweiter Künstler, es gibt einen Refrain, aber der ist jetzt auch nicht, der singt ja nicht mein Blog, sondern der singt ja meine Straße, mein Blog. Dafür musst du ja nicht jetzt, dafür musst du ja nicht DSDS als Sänger. Guck mal, jetzt hast du doch gesungen. Ne? Ein bisschen, ja. So. Ja! Aber ich denke überhaupt nicht, dass du das ausschließt. Nee. Aber wie du schon sagst, klar, wenn du was Melodischeres machen möchtest, dann solltest du dir eventuell ein Feature holen. Aber auch das ist halt kein Zwang, wie das, glaube ich, tausende Rapper schon gezeigt haben, die damit erfolgreich sind, ohne große Melodien oder groß jetzt Gesangskunst da reinzubringen. Weil es halt auch einfach sich da in den gewissen Punkten halt auch vom klassischen Singen halt und von klassischen Musikformen, wo Gesang eine Rolle spielt, halt unterscheidet. Ne? Nun bleiben wir chronologisch. Ihr seid also in Italien irgendwann angekommen, da seid ihr alle zusammen mit einem gecharterten Flugzeug. Wir hatten einen eigenen Flieger. Ja, jetzt habe ich gedacht, guck mal, hier sag ich, die kamen ja in einen eigenen Flieger. So, also mit einem gecharterten Flieger seid ihr dann da rüber und diese Bachelor-Villa, die ihr da besetzt, die sieht da ja auch so ein bisschen, ist die total abgelegen? Also es sieht ja... Okay. Ja, man hat es im Fernsehen ja auch gesehen, das war echt ziemlich... ab vom Schuss, also es war echt eine coole Villa, aber das war wirklich so ein Landhaus und da war herum halt einfach so Felder und so, ne? Und da war nicht viel los, warum, aber ich meine, das ist natürlich für so eine Produktion praktisch, ne? Wenn da jetzt die ganze Zeit irgendwer rumwuselt oder so, ja. Das stört natürlich. Ne? Und dann seid ihr da angekommen und
hattet erstmal einen Tag für euch und dann am zweiten Tag gab es die Lieder oder wurde am ersten Tag da fix Dinge gedreht oder wie läuft das dann da ab? Gedreht wurde quasi, also wir waren vorher 5 Tage in Köln im Hotel zur Quarantäne, damit keiner da Corona einschleppt. So, und dann ab dem Tag, wo wir dann... Jeder für sich oder durftet ihr euch gegenseitig sehen? Nee, wir waren in einzelnen Zimmern. Ich sag mal draußen, wenn da ein paar eine geschmückt haben oder so, oder einfach davor, wenn man genug Abstand hatte mit Maske, ging das auch durch und wir wurden da auch regelmäßig PCR getestet, dass am Ende das Risiko auch überschaubar war, ne? Aber da waren trotzdem die ganze Zeit auch Leute, die natürlich darauf geachtet haben, dass wir da jetzt nicht irgendwie uns gegenseitig gefährden. Nee, aber sobald du quasi dann Richtung Flieger fährst, und ich glaube, die ersten Sachen wurden dann da auch schon in Quarantäne, haben wir auch schon ein bisschen gedreht, aber in erster Linie, sobald du dann vorm Flieger bist, am Flughafen, dann laufen da immer, wenn du was als Gruppe machst, auch Kameras mit, ne? Und du merkst es aber immer, wenn du gefilmt wirst. Also es ist nicht so, dass du groß heimlich irgendwie versteckt gefilmt wirst, sondern du siehst es, dass halt ein Dreierteam aus Kameramann, Frau, Tonfrau, Mann und halt Redakteur oder Redakteurin. So, und die merkst du, ne? Wenn da 3 Leute vor dir stehen. Ne? Das ist jetzt nicht so, dass du dann aus Versehen irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas machst, was du da nicht unbedingt dann... wolltest du, ne? Und nee, aber dann wird auch immer gefilmt und wir kamen dann, ja, auch im Flugzeug kamen wir dann an, dann in Italien kamen wir an. Das wird auch viel mehr gefilmt natürlich, als es nachher im Fernsehen gezeigt wird. Logisch. Das ist natürlich wahnsinnig viel Material und am Ende schneiden die natürlich verhältnismäßig wenig dann rein, halt, dass es auch zu der Geschichteerzählung passt, dass es unterhaltsam ist, dass es die Story erzählt. Und ja, dann sind wir dann in dieses Haus gefahren und hatten dann den ersten Abend noch einigermaßen ruhig quasi. Dann mussten wir unsere Handys abgeben, es wurde dann auch alles gefilmt, ne? Und dann kam, glaube ich, auch schon, bin ich mir jetzt nicht sicher, aber vielleicht kam da auch schon mal die Jury vorbei. Auf jeden Fall hatten wir da auch so ein nettes Abendessen noch und so, also einfach so ein bisschen ankommen. Und am nächsten Tag kam dann die Jury irgendwann um 10 oder so, vielleicht 11, wir haben halt keine Uhren da, deswegen ist es mit Zeitangabe immer schwer, aber es war halt irgendwann vormittags, morgens, und haben uns dann die Songs gegeben, ne? Dann kommen die zu dritt, sagen du und du, ihr singt jetzt den Song, also natürlich ein bisschen feierlicher so. Genau, dann kriegt jeder seinen Song und dann hast du circa, das hängt immer ab, je nachdem wie lange so, aber du hast so ungefähr 24 Stunden Zeit, dann den Song von Tobi sagt dir, du kriegst den Song zu, du stehst vor einer Kamera und das wird am Ende halt vor 1,6, 2 Millionen Leuten irgendwie im Fernsehen gezeigt. Ne? Und das ist natürlich, das vergisst man, glaube ich, häufig, wenn man das dann sieht, dass man denkt, ja, wieso kriegen die alle Texthänger und so. Das ist ja auch nicht so, dass du dann 24 Stunden und du kannst jetzt in deinem Zimmer sitzen und das alleine lernen, sondern du musst die ganze Zeit, innerhalb von diesen 24 Stunden wird ja auch eine komplette Fernsehfolge gedreht. Ne? Also da laufen Kameraleute rum, da musst du dein Interview geben, dann musst du hier einen Beauty-Shot machen, dann kommen da nochmal Bilder, dann gibst du nochmal deinen Senf da und dazu. Ne? Und du hast die ganze Zeit aber trotzdem auch natürlich ein bisschen diesen Druck, wie läuft das? Deswegen ist es immer ein Vorteil, wenn du das Lied kennst, ne? Wenn du die Leute, mit denen du in der Gruppe bist, wenn du dich mit denen gut verstehst, das harmonisch ist, ist es von vornherein ein Vorteil, ganz klar. Aber am Ende ist das so oder so immer eine Herausforderung, innerhalb von 24 Stunden halt ein komplettes Lied zu lernen, beziehungsweise deine Parts zu lernen, die Einteilung zu lernen, die Harmonien zu lernen, die Choreo zu lernen. Und deswegen unterschätzt man das, glaube ich, häufig im Fernsehen, wenn man sich denkt, ah, wieso haben die da jetzt so verschissen? Das ist am Ende einfach wirklich, denke ich mal, der Zeit geschuldet. Und man merkt auch in den Auftritten, wo mehr Zeit dann gewährt wird, also zum Beispiel im Casting, da weißt du, okay, ich habe jetzt 1 Monat Zeit, um dieses Lied zu lernen, da passieren dann auch nicht groß irgendwelche großen Fehler. So, ne? Das ist dann bei den anderen Sachen natürlich schon, das ist auch eine andere Art, die dann quasi bewertet wird. Ne? Also das geht dann auch mehr um das, um vielleicht um die Drucksituation und alles, was jetzt im Casting natürlich auch ist, die Drucksituation an sich, aber ich meine jetzt so die Drucksituation, schnell sich Dinge anzueignen, schnell flexibel zu sein, in der Gruppe zurechtzufinden, das sind auch Sachen, die, denke ich, dann im Ausland mehr getestet werden als im Casting, wo du 1 Monat hast, um jedes Wort, wie singe ich das jetzt, was mache ich da für eine Bewegung, das kannst du dir alles überlegen, das funktioniert im Ausland nicht mehr und deswegen ist das, denke ich, da nochmal, sind auch manche Leute, die im Casting richtig gut überzeugt haben, können dann im Ausland vielleicht oder haben da mehr Schwierigkeiten, weil das halt auch, ja, wieder andere Sachen abgefragt werden. Und ich denke, dass irgendwie dann in Live-Shows auch andere Sachen abgefragt werden. Natürlich hast du dann mehr Zeit, aber dann musst du auch so eine riesige Bühne irgendwie alleine füllen. Du musst versuchen, die Leute mitzureißen und halt die mit der Kamera mehr zu spielen und so. Also es sind halt immer auch in jeder Stufe irgendwie andere Herausforderungen, ne, die du meistern musst. Und deswegen geht es am Ende halt auch um wesentlich mehr, als einfach nur schön singen können, denke ich. Also das muss ich tatsächlich sagen, hätte ich
habe ich auch nicht unterschätzt, weil nur es wird manchmal in der Sendung davon geredet, dass man 24 Stunden Zeit hat, dann erzählt aber auf einmal wieder irgendjemand letzte Woche. Also so, als ob eine Woche dazwischen lag. Das kommt dann manchmal, glaube ich, so falsch rüber, aber ich glaube schon, dass das mega anstrengend ist, auch jetzt in der letzten Folge wurde ja gezeigt, dass die beiden Zirkusbrüder da zwischendurch noch irgendwo anders gesungen haben, dann mussten sie ja das Lied lernen und parallel ein anderes und logischerweise hatte der andere am nächsten Tag dann seinen Text nicht drauf, weil der kommt ja auch erst nachts wieder, der ist völlig verpennt, dann soll er noch mit den anderen zusammen zwischendurch mal geübt haben, was gar nicht möglich ist, die müssen auf sich konzentriert sein ohne ihn, das funktioniert ja teilweise gar nicht, also stelle ich mir schon echt, echt anstrengend und schwierig vor, aber ich denke mal, das wird für dich einfacher sein als für andere, weil du ja als Student noch aktiv am Lernen bist. Die anderen Kandidaten unterstelle ich jetzt einfach mal nicht. Jeder ist ja so helle. Und es gibt ja nun mal solche und solche Menschen. Ja, und die meisten arbeiten vielleicht schon seitdem sie 15 sind oder so, ich weiß es nicht. Und die sind aus dem Lernen völlig raus. Und das ist für die natürlich dementsprechend richtig schwer. Also denke ich jetzt einfach mal. Und wie bist du denn so persönlich mit deiner Darstellung der Folgen so. Also du wärst ja so als Sunny Boy präsentiert, als Womanizer, hast aber im Casting gesagt, du bist Single. Wirst aber so als Sunny Boy dargestellt, das ist das eine, dann wärst du als eigentlich als Partytyp auch ein bisschen dargestellt. Obwohl ich glaube, dass du gelernt hast und warst einmal im Pool und dann wurde gleich gesagt, hier der badet die ganze Zeit so ungefähr und trinkt. Und dann wärst du als Scherzartikelhersteller beworben. Also du hast doch nicht selbst von zu Hause da eine Scherzkiste mitgebracht. Die hat dir doch irgendjemand da in die Hand gedrückt und hat gesagt, du läufst jetzt mal rum, damit das lustig aussieht oder nicht. Ja, es gibt immer Angebote von der Redaktion. Natürlich, ich habe jetzt von zu Hause nicht eine Kiste mitgebracht, wo ich mir dachte, so, die nehme ich jetzt an Hops und dann zufällig stand irgendwo eine Kamera rum. Das ist klar. Es ist aber schon so, dass, also wie du sagst, ne, das ist auch, also mir war es halt super wichtig und da auch so ein bisschen, also mir war auch die ganze Zeit bewusst und ich glaube, das ist auch ein Vorteil, wenn ich zum Beispiel das mit dem Studio mache, das macht mir wahnsinnig Spaß, das hat ja auch eine langfristige Zukunft so und ich weiß dann auch wenn ich dann überlege, was alles in der Welt abgeht, so wenn ich dann jetzt hier rausfliege, dann ist es auch kein Weltuntergang. Und ich glaube, ganz ehrlich, das war auch eine von den Stärken, die ich dann hatte, weil ich glaube, viele, gerade wenn du auch noch jünger bist, und wenn Musik vielleicht für dich auch Plan A ist, so, also für mich, klar, ich würde es super gerne machen, aber ich habe auch, also wenn ich da rausfliege, dann falle ich nicht so tief, ne? Dann mache ich halt mein Studium weiter, was ich liebe. So, ne? Deswegen konnte ich da auch ein bisschen druckbefreit gehen und was du auch schon meintest, ich bin aktuell auch komplett in diesem Lernding drin. Ne? Also ich muss auch sagen, ich bin nicht jemand, der immer ein halbes Jahr vorher schon die Sachen für die Klausur lernt, sondern es sind dann eine Woche oder zwei, wo ich dann auf Druck mir halt die Sachen reinhaue und das mache ich jetzt seit bald 4 Jahren im Studium, vorher im Abi ist es ja auch nicht anders. So, und deswegen war ich da drin und deswegen konnte ich das, glaube ich, auch ganz gut und ich kann auch einigermaßen gut Englisch, wo zum Beispiel andere auch Probleme mit haben. Ich sag mal, wenn du zum Beispiel Abi, der ist aus Afghanistan geflüchtet, so, der spricht natürlich nicht Englisch auf einem vergleichbaren Niveau und kennt auch nicht die Pop-Songs aus Deutschland in dem Maße, wie du das kennst, wenn du seit 0 Jahren damit zu Hause Bescheid bist. So, ne? Deswegen darf man das auch nicht vergessen, dass ich da dann auch schon ja, wieder andere Vorteile hatte, so. Aber mir war es halt auch wichtig, die ganze Zeit auch echt ein bisschen locker zu sein, da auch Spaß zu haben, weil am Ende habe ich das nicht gemacht, um da, also wenn ich Deutschland Superstar werde, so cool, aber ich habe es in erster Linie gemacht, um da eine tolle Zeit zu haben und um eine Erinnerung zu schaffen und um einfach Spaß zu haben und da irgendwie eine geile Zeit auch zu haben, ne? Und ich glaube, das ist am Ende dann auch, das merkt man dann vielleicht auch bei den Auftritten und so, ne? Wenn man dann mal sich nicht ganz so ernst nimmt und sagt, ja, jeder Ton muss sitzen, sondern so, komm, jetzt gehe ich mal zu der Jury hin und singe so mit denen zusammen Uptown Funk. Und ja, so. Das hat der Herr Silbereisen ja nicht so ganz begriffen. Das ist ein bisschen der gehabert. Aber das sind halt so Sachen, wo ich mir dachte, komm, mach's du mal, du musst jetzt hier nicht jeden Ton perfekt trällern. Weil das war mir auch bewusst, ich bin nicht der beste Sänger in der Staffel. Also ich bin nicht derjenige, der jetzt ins Theater sich da alleine hinstellt und irgendwie Oper singt und alle Leute kriegen Pipi in die Augen. Ja, das ist ja das, was ich vorhin meinte, das will auch keiner mehr hören. Also das ist ja so, als wenn da Whitney Houston steht und bitte, das gab's alles schon. Ja, klar gab's das schon. Ich glaube, es gab auch Leute, die mit Rock versucht haben, energisch Leute
zum Tanzen zu bringen. Also da bin ich auch nicht derjenige, der das jetzt erfunden hat. Aber du musst dir halt schon bewusst sein, okay, was kann ich denn gut und was kann ich vielleicht auch von allen Kandidaten hier am besten? Und das ist bei mir halt jetzt nicht irgendwie groß mit Vibrato irgendwelche hohen Töne singen, sondern es ist bei mir halt, glaube ich, ein bisschen gute Laune vermitteln, ein bisschen mit den Leuten einfach Spaß haben und auch dieses Musikding einfach zusammen, weil das ist halt auch das, was mir immer wichtig ist. Ne? Wenn ich zum Beispiel auf ein Konzert gehe und da steht jemand vorne und singt 2 Stunden schön, dann langweile ich mich halt nach 15 Minuten. Ne? Die ersten 10 Minuten denke ich mir geil, aber die Auftritte, ich war auch auf vielen Konzerten, ich bin regelmäßig auf Festivals, so das, was dir in Gedanken bleibt, das sind, ich weiß noch, ich war zum Beispiel einmal in Hamburg kurz vor Corona quasi, also Ende 2019 im Dezember, da war eine Vorband und am Ende des Konzerts, die hießen Blackout Problems, die kannte ich vorher nicht. Und am Ende stand der Sänger, stand quasi auf der Crowd, weil also das hat so abgerissen und dann wurde er quasi auf Händen so 2 Meter überall so durch die Crowd. Das war so, das ist eine Vorband. Normalerweise ist Vorband immer so, hallo, wir sind die und die und wir geben jetzt unser Bestes. Und das war so, wow. Und das bleibt, sowas bleibt mir halt im Kopf, ne? Solche geilen Momente, wo alle zusammen dann auf einmal irgendwie dieses Musikding fühlen. So, und das war mir halt wichtig. So, das kann ich, glaube ich, ganz gut. Ich kann das ganz gut vermitteln, weil ich auch in meiner Band Baltique, mit der wir jetzt schon seit 2,5 Jahren Musik machen, so, das machen wir da auch, ne? Da versuche ich auch die Leute irgendwie, dass die einfach eine geile Zeit haben, weil am Ende das ist, was mir beim Konzert wichtig ist. Und ich glaube, das war meine Stärke. Und ich glaube, da hilft es halt auch, wenn du zwischendurch auch mal ein bisschen Späße machst, wenn du dich nicht zu ernst nimmst und wenn du einfach da selbst Spaß hast, weil ich weiß, dann bin ich auch am besten. Ne? Wenn ich selbst keinen Spaß daran habe, dann haben die Leute auch keinen Spaß, weil so funktioniert der Empathie. Also, ja. Vorbands sind in der Regel ja oft scheiße, aber ich muss auch zugeben, ich habe letztens, und jetzt muss ich schon wieder mich total outen, ich war auf einem Matthias Schweighöfer Konzert und da war eine Vorband, nein, es war ein Vormann. Das war Georg auf Lieder. Ich weiß nicht, sagt wahrscheinlich keinem was. Mega geil. Also müsst ihr mal bei YouTube eingeben. So viele Follower hat er gar nicht, aber geile Lieder. Georg auf Lieder. Und umgekehrt, ich war bei Ade Tawil. Da war als Vorband damals noch Lea. Die fand ich grottenschlecht, aber die ist ja jetzt anscheinend groß rausgekommen. Aber ich würde da mal einhaken. Ja. Warst du am Anfang, warst du ja nervös? Also als du das erste Mal vor der Kamera standest? Ich glaube, ich hatte ja, wie gesagt, vor 2 Jahren schon mal diese Fernseherfahrung und das war auch wirklich so Big Brother-mäßig, da waren überall so kleine Kameras. Also da wurdest du den ganzen Tag gefilmt. Und da war ich am Anfang tierisch nervös, aber irgendwann, du adaptierst halt einfach. Ne? Du merkst, ja okay, da werde ich jetzt halt gefilmt, dann versuche ich jetzt hier mal nicht irgendwie zu pupsen, so, aber dann ist das halt auch, ne, und am Ende hat mir das, glaube ich, auch geholfen, natürlich vor der Kamera so ein bisschen zu sein und einfach damit ein bisschen klarzukommen, ne? Am Ende ist es auch das ein Übungsprozess, dass du da locker bist, weil das kommt am Ende immer bei den Leuten gut an, wenn du einfach, du bist ja aus dem Grund da, du bist ja da, weil die Produktion auch gesehen hat, okay, der kommt bei den Leuten wahrscheinlich gut an. So, und wenn du dann vor der Kamera ganz anders bist, dann ist das natürlich blöd. Das ist auch ein Lernprozess, aber ich denke, am Anfang war das sicherlich auch noch so, das hast du, glaube ich, auch vielleicht noch ein bisschen gemerkt, dass alle auch noch versuchen, okay, ich weiß nicht, vielleicht fliege ich erste Folge raus, halte ich erstmal mein Gesicht so lange in die Kamera, wie ich kann, und dann wird vielleicht auch ein bisschen manchmal so darum gekämpft, wer jetzt hier was machen darf und so weiter bekommst. Also bei mir ist jetzt ja schon klar, ich bin ja schon 2-mal im Ausland jetzt weitergekommen und ich bin jetzt ja in der 3. Folge, heißt, ich habe dann auch Top 16. Ich habe mindestens 3 Folgen da gedreht, da merkst du auch irgendwann, okay, ich muss jetzt hier nicht mehr um jede Kameraeinstellung kämpfen, wobei ich das am Anfang auch jetzt nicht so wahnsinnig gemacht habe, ne? Aber da merkst du auch schon, okay, und jetzt kann ich einfach ein bisschen mehr auch ich sein und du wirst dann ja auch noch immer normaler und so freundest dich mit den Leuten noch mehr an, dass du dann auch da harmonischer und normaler in der Gruppe wirkst und so. Aber das ist auch auf jeden Fall so ein Learning-Prozess, ne? Also das kommt nicht von heute auf morgen, dass du nicht mehr so nervös bist, wenn eine Kamera an bist, ne? Wobei ich natürlich schon dann unterbewusst darauf achte, was ich jetzt sage. Also ich würde jetzt nicht, wenn eine Kamera läuft, irgendwie irgendwelche schlimmen Schimpfwörter sagen oder so. Deswegen, und da ist natürlich, merkst du am Ende von so einem Drehtag auch schon, dass dein Unterbewusstsein die ganze Zeit immer auch mithört, sag jetzt nicht das und das so und du da mal kurz stoppst und dann jetzt nicht das Schimpfwort sagst, sondern sagst, das war schlecht oder was weiß ich, ne? Aber das ist ja... Aber authentisch kommt doch auch an. Also wenn man mal Scheiße sagt, mein Gott. Ich meine, Will Smith hat gestern bei der Oscar-Verleihung immer mal eine geballert und anschließend zweimal fucking gesagt und keine Ahnung. Kam auch gut an, glaube ich. Da hast du auch nicht vergessen, beim Boxen war ja jetzt das gerade mit Pocher, ne? Ich wollte gerade sagen, es ist jetzt zweimal in einer Woche oder in wenigen Tagen. Aber Pocher hat sich noch doller einer eingefangen als der andere. Den hat es ja vom Stuhl gehauen.
Aber und da ist die Frage, wer von beiden hat es mehr verdient? Garantiert Pocher. Ah, okay, gut. Ich glaub, das wäre jetzt wieder eine Streitfrage. Das ist doch so ein kleiner Pisser. Und ich darf die Worte hier benutzen. Du hast eben gesagt, es gab oder gibt Angebote von der Redaktion, bestimmte Dinge zu tun. War euer Songwechsel auch so ein Angebot? Oder war das real? Das Ding ist, die dachten, glaube ich, also du erfährst vorher ja nicht, welche Songs du kriegst, und die dachten, glaube ich, dass wir den alle kennen. Ich kann die natürlich, also Robin Williams, ne? Ich dachte auch, den müssen wir kennen. Passt auch perfekt zur Performance. Dementsprechend war das für die, glaube ich, auch überraschend, dass es dann so war. Und man muss auch sagen, es ist natürlich auch in gewisser Weise dann auch für uns glücklich gelaufen, dass wir den anderen singen durften. Also es war real. Also ihr wolltet wirklich wechseln. Ja, wir wollten den auf jeden Fall wechseln. Aber das ist natürlich, also du kannst dich da ja nicht über die Produktion hinwegsetzen. So, das muss mit dem klar sein. Aber das ist, das war auf jeden Fall in unserem Interesse. Und wie ist das dann verstanden gegangen? Hast du in deinem Handy kurz mal geguckt? Floschi. Und dann, Floschi, sag mal, können wir den Song wechseln? Und dann sagt der, ja, ist in Ordnung. Nee, das war, ich weiß gar nicht, wie das entstanden. Ach, Flori hat man gesagt, ne? Flori, nicht Floschi. Nee, das ist ja, wir hatten irgendwie, war dann halt Uptown Funk, lag so halt in der Luft und dann dachten wir, ja komm, kannst du mal fragen, fragen kostet nichts. Und das ging dann, ne? Und man muss aber auch sagen, das ist halt auch alles, das finde ich jetzt auch so krass, das ist bald dreiviertel Jahr her. Und viele Sachen, die zum Beispiel auch im Fernsehen sind, die habe ich vergessen. Also zum Beispiel auch dieses eine Gespräch mit Amber. Da dachte ich, das haben wir im Fernsehen, ach ja, stimmt, wir haben ja auch irgendwann mal einfach so geredet. Ne? Aber das war doch gestellt, oder nicht? Weil da wurden ja Dinge angesprochen, die sie extra danach erzählen sollte. Genauso wie als sie da in einer Runde gesessen hat, wurde eine Kandidatin auf ihre Schwester angesprochen, die ja auch vorher im Casting war. Und eine wurde darauf angesprochen, dass sie schon mal bei DSDS war oder keine Ahnung was. Das sind doch Dinge, die vorher vorgegeben werden und wo gesagt wird, jetzt stellt der mal die Frage, oder nicht? So extrem nicht. Es ist eher so, dass, also da war es zum Beispiel auch so, ne, also natürlich, du merkst halt, wenn da, und man sieht ja auch, es wird aus mehreren Positionen gefilmt, da sind halt zwei Kamerateams um dich rum, die das filmen, ne, und das ist dann schon so, das ist dann eher so, dass man dann merkt, okay, wir wollen noch mal ein bisschen was zu der und der Person erfahren, ne, da haben wir irgendwie noch ein bisschen mehr Einblicke haben, so, Harry, Dominik, habt ihr nicht gerade zufällig Bock, habt ihr gerade Zeit, weil auch Zeit ist da ja immer ein Ding, ne, wenn ich da jetzt komplett den Kasper kriege mit Text und dann muss ich jetzt erstmal irgendwie dann noch eine halbe Stunde mit irgendwem über die Familie reden. Ist auch blöd. Also die planen das jetzt nicht so mega strikt. Eines ist eher so, okay, wir wollen einfach noch ein bisschen mehr dazu erfahren. Und das Gespräch an sich ist aber total organisch. Also ich weiß natürlich auch als derjenige, der zum Beispiel dann vor den Kameras jemanden was fragt, so was könnte dir interessieren, weil es natürlich auch, für mich ist es ja auch praktisch, wenn ich jetzt da nicht die blöden Fragen stelle, die sowieso nicht reingenommen werden, sondern wenn ich da auch im Gespräch ein bisschen stattfinde. Ne? Und ist dann schon so, dass ich dann sage, ja, okay, wie, was mit deiner Schwester? Ich weiß nicht, die meisten Sachen erfährst du ja auch schon in der Quarantäne oder so, dass deine Schwester hat immer bei DSDS war so. Aber das ist natürlich so, du weißt ja, okay, wir wollen jetzt hier gemeinsam für die Zuschauer das nochmal erklären. Und natürlich stelle ich dann auch gern Fragen, die halt einfach das für den Zuschauer so erklären. Ne? Aber es ist jetzt nicht so, dass dir jemand sagt, so, du sagst jetzt das und dann antwortet sie das, sondern es ist einfach ein Gespräch. Und diese, wie ich ja auch schon meinte, diese Gespräche sind viel länger, als es am Ende gezeigt wird. Und da suchen die sich dann am Ende halt das raus, was die zeigen wollen. Hast du zu den allen jetzt oder zu vielen Kontakt jetzt per Telefon oder WhatsApp oder was auch immer? Ja, also ich habe wirklich zu vielen Kandidaten sehr guten Kontakt, weil ich mich auch wirklich gut mit denen angefreundet habe, was sowieso auch bei den letzten Sendungen auch passiert ist, einfach weil du auch unter so einer Ausnahmesituation bist. Und was auch immer beeindruckend ist, es sind ja auch alles unterschiedliche Persönlichkeiten, die auch da sind, weil die ja für sich irgendwie spannend sind. Ne? Also da ist jetzt niemand, der einfach, ja, weiß ich nicht, meine Hobbys sind Basteln und Fahrradfahren, ne? Sondern da hat jeder irgendwas in seiner Persönlichkeit, was interessant ist. Und deswegen sind auch diese Konstellationen immer sehr schnell, sehr ja, lustig, spannend, außergewöhnlich. Und ich habe zu ein paar Kandidaten, also zum Beispiel insbesondere so Tina, Domenico, Abby, Dean, habe ich wirklich viel Kontakt. Auch privat, also auch da fährt man dann auf den Geburtstag oder ich war zum Beispiel jetzt am Freitag mal bei Dean in Frankfurt auf dem Geburtstag oder bei Abby war ich auch mal auf dem Geburtstag oder so. Es ist natürlich, weil alle überall im deutschsprachigen Raum verteilt sind, immer ein bisschen schwer,
sich da regelmäßig zu sehen. Aber wenn nicht übers Internet, also ich meine, wenn nicht in Real Life, dann auf jeden Fall übers Internet. Aber ich habe mich wirklich mit, und auch noch mit vielen anderen, habe ich mich wirklich gut verstanden. Also das waren jetzt in erster Linie die, mit denen ich dann mich auch danach halt privat noch viel getroffen habe. Aber das sind auch wirklich Sachen, die dann auch, da geht es dann auch nicht jetzt irgendwie um Fernsehen oder groß um DSDS. Natürlich ist es der gemeinsame Nenner und es ist ja auch cool, wenn... Da haben wir sich ja kennengelernt. Ich wollte sagen, du hast ja auch was erlebt, also ein paar Sachen verstehen ja auch meine... Ist ja wie eine Klassenfahrt. Ja, und es ist ja auch, also ein paar Sachen, die wir gemeinsam erlebt haben, kann ich ja jetzt nicht mit meinen Fußballkumpels, also die verstehen ja gar nicht, in welcher Situation du bist und die kennen die Leute nicht. Also wenn ich da sage, oh, weißt du noch damals, als das und das war und wie die reagiert hat, da sagen die ja, ich kenne nicht mal die Person, ne? So, und das ist natürlich, dann hast du da für dieses riesige Erlebnis deines Lebens halt irgendwie eine Ansprechgruppe, die das alles genauso empfunden haben, weil die alle dabei waren. Und das verbindet dich natürlich auch, ne? Deswegen. War dieser Bato denn so unsympathisch, wie er rüberkam, oder wurde er einfach nur doof gezeigt? Ich fand Bato nicht unsympathisch. Ich habe auch mit ihm und Ariane in einem Zimmer gepennt, zumindest zuerst. Ich habe zuerst auf einer Luftmatratze gepennt. Habe ich gesehen, ja. Als es dann später ein paar Leute rausgeflogen sind, konnte ich dann auch mich auf dem Bett umsiedeln. Aber auch da ist es halt so, ich weiß zum Beispiel, dass Bato auch einfach Probleme hatte mit dem Schlaf da und so. Der hatte zum Beispiel auch eine Katzenallergie und bei uns war die ganze Zeit halt Art Katzen da. So, das sind halt Sachen, die da nicht gezeigt werden und der. Und da hat viele Leute halt, glaube ich, da auch einfach physisch halt auch echt in Zustände gebracht, die man normalerweise so nicht kennt, ne? Und auch da halt die psychische Belastung, also nicht nur psychisch, sondern auch die physische Belastbarkeit, ne? Ich sag mal, du gehst, lernst bis um eins einen Text, gehst pennen und wirst um fünf mit Kamera im Gesicht geweckt. Ist nicht für jeden was. Und dann direkt auf Knopfdruck, also was ist auf Knopfdruck? Aber dann, also ich wäre dann auch zu Hause jetzt nicht so, dass ich dann da mega irgendwie rumholen würde, aber ich wäre dann, aber... Also, aber auch da ist es natürlich, dann musst du ja erstmal so, ja, okay, so, dann bin ich jetzt halt wach und dann fahren wir jetzt halt irgendwie 3 Stunden im Bus irgendwo hin und dann singe ich halt vor Millionen Publikum. Das ist eigentlich auch unfair, ne, mit den Luftmatratzen. Also, ich meine, darauf schläft man ja wahrscheinlich wirklich schlechter und wenn man eh schon so wenig Zeit hat zu schlafen, also da kann man ja gar nicht ausgeruht sein am nächsten Tag. Ja, ich habe den Vorteil, also ich war auch mal bei Rotschwanz Kiel im Zeltlager und immer 2 Wochen dann hier auf Höhe, also da waren keine Luftmatratzen, sondern so Schaumstoffmatratzen, ne? Aber ich sag mal, wenn du da 2 hattest, das war auch wie so ein Luxusgut, ne? Also der hat so, der hat 2 Schaumstoffmatratzen, das ist ein Bett quasi schon. Nee, aber also deswegen bin ich einigermaßen gewohnt und bin da auch einigermaßen robust, was das angeht. Aber klar, also wenn du da ein Einzelzimmer hast und da irgendwie besser pennen kannst als zu dritt in der Küche auf Luftmatratzen, das kann auch ein kleiner Vorteil sein. Also am Ende ist es da aber dann auch die Frage, wenn ich jetzt als 23-jähriger Typ mir dann da jetzt als erstes irgendwie die Mädel zur Seite schubse und mich auf das große Bett schmeiße und sage, nee, ich wohne hier, ist natürlich auch die Frage... Wurde ja sogar auch gezeigt, ne? Zumindest von 2, ja, die jemanden da verdrängen wollten. Ja. Da merkst du dann natürlich, also abgesehen davon, ob es jetzt gezeigt wird oder nicht, ist das ja auch einfach was, wo du, wo die anderen das ja auch unabhängig von den Kameras, das würde ich jetzt auch im Dänemark-Urlaub nicht machen, wenn da irgendwie 3 Mädels haben noch kein Zimmer, wäre ich nicht der Erste, der sich da aufs große Bett schmeißt, würde ich sagen, ja komm Leute, ich bin auf der Couch, was macht mir eh nicht so viel, ne? Und ich glaube, das sind auch alles, also sowas können dann halt auch Gründe sein, ich sag mal, wenn ich sowas dann die ganze Zeit gemacht hätte, weiß ich nicht, ob die Leute dann auch Bock hätten, jetzt mir auf ihre Geburtstage einzuladen, ne? So, das sind einfach für mich auch Sachen, die ohne Kamera dann natürlich, ich da nicht anders machen würde und das sind nicht Sachen, die ich dann nur für die Kamera mache, aber natürlich weißt du auch, okay, das kommt im Fernsehen nochmal extra schlecht, also nicht nur die Leute hier mögen mich dann nicht, wenn ich mich als 91 Mann hier aufs Bett schmeiße, sondern auch im Fernsehen wirkt das nicht und dann, also da war es für mich dann einfach ganz selbstverständlich, dass ich da eine Luftmatratze nehme, weil ich das sowieso mich nicht gestört habe. So, ich versuche jetzt wieder den Bogen zu spannen, von Luftmatratze zu Feldbett. Feldbetten habt ihr ja auch für die Leute aus der Ukraine aufgebaut. Aber du hast vorhin immer von wir gesprochen, ja, wir, die Organisation, wir, du und dein Bruder. Was konkret machst du, also was konkret sind dann deine Aufgaben, die du dir so eingeheimst hast? Unter anderem gehören da auch die Betreuung sozusagen der Flüchtlinge mit dazu. Viele haben zum Beispiel das Vertrauensverhältnis zu mir aufgebaut. Jeder braucht ja eine Bezugsperson irgendwie, wenn man halt irgendwo neu ist und sich dann halt irgendwie ja, integrieren möchte oder etablieren möchte. Und die brauchen halt dann ja halt auch ja, jemanden, an den sie sich wenden können, wenn sie irgendwelche Fragen haben. So, und
mit, also viele von denen kommen halt explizit nur auf mich zu. Und auf Englisch? Auf Englisch. Die lernen auch schon sehr schnell Deutsch. Also einige können halt auch schon 4, 5, 6, 7 Sätze auf Deutsch schon sprechen. Innerhalb von jetzt knapp 2 Wochen gelernt. Die Kommunikation findet aber hauptsächlich auf Englisch nur statt. Im Gegenzug, ich versuche auch ein bisschen Ukrainisch-Russisch zu lernen. Und dann halt auch so dieses, nicht nur sozusagen dieses Gefühl zu geben, dass die dann halt, die lernen unsere Sprache, wir lernen deren Sprache, sondern dass man halt auch so, ja, die Verbindung hat. So, und das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da halt denen auch zeigt, hey, nicht nur ihr müsst was tun, sondern wir tun auch was. So. Und das ist hauptsächlich so der Punkt, aber... Ein Handy, ne? Jetzt check ich das jetzt. Achso. Aber drumherum sind dann halt immer viele Sachen zu organisieren, wie zum Beispiel, ich kann es jetzt nur vom Samstag jetzt mal erklären, sind die dann gerade von der Registrierung wieder zurückgekommen. Also die werden ja in Hamburg halt stückweise dann halt alle registriert. Und da waren dann halt einige, die hatten dann deutsche Dokumente mitbekommen. Zwar noch keine deutsche, also sozusagen die deutsche Legitimation, aber halt ein Dokument, wo drauf stand, bitte wenden Sie sich an das ukrainische Konsulat, Punkt, Punkt, aber alles in Deutsch. Und die können das natürlich nicht gleich sofort übersetzen. So, und wissen auch nicht von wegen so, was bedeutet das überhaupt für mich. So, und dementsprechend bei diesen ganzen Sachen leisten wir Hilfestellungen, wir gehen mit denen einkaufen, wir machen halt Deutschsprachen, also deutschsprachigen Kurs, dass wir denen dann halt täglich Unterricht geben und. Also da ist ein riesig langer Rattenschwanz, den wir, also was wir da alles momentan machen und auch machen wollen, damit wir die dann halt auch ja, so gut wie möglich betreuen können. Und warum machst du das Ganze in Hamburg und nicht in Kiel? Das hat was damit zu tun, weil das halt ja einmal der THC halt mitgearbeitet hat und auch der HCC. Was heißt denn THC? THCC ist der Tennisclub. Turn, Hockey und Cricket Club. Ah, fast. Genau, fast so. Die haben halt ihre Räumlichkeit zur Verfügung gestellt. So. Wir haben halt auch danach geschaut, von wegen so, okay gut, wo ist es am besten umsetzbar, wo kann man es am besten machen, welche Räumlichkeiten können wir nutzen, damit wir überhaupt erstmal was haben. Und dadurch, dass mein Bruder zum Beispiel sehr gut in Hamburg vernetzt ist, auch dadurch, dass er früher die HSV-Handball-Fanfahrten gemacht hatte, kannte er schon die eine oder andere Anlaufstelle und hat dann rumgefragt und die haben dann halt gleich gesagt, von wegen so, ein cooles Projekt, machen wir mit. So. Und dadurch ist es dann im Endeffekt eigentlich nachher mit entstanden. Also Initiator mit mir zusammen war halt mein Bruder so und der hat halt die Kontakte halt in Hamburg halt mitgeknüpft. Nun sind ja inzwischen auch oder kommen ja täglich auch Flüchtlinge hier in Kiel an. Die werden ja im neuen Rathaus untergebracht, bevor sie dann Nobiskrug oder nee, wie heißt das, also da Heudenau hingebracht werden. Mhm. Jetzt wird sogar auf Sylt eine Immobilie, die eigentlich abgerissen werden sollte und wo neuer Wohnraum entstehen sollte, die wurde jetzt irgendwie schnell saniert, wo jetzt auch Flüchtlinge reinkommen. Wirst du in Hamburg bleiben oder wirst du das zukünftig jetzt auch dann hier in Schleswig-Holstein machen? Also wir werden bei der Gruppe halt mitbleiben, zum einen, weil die sich halt an uns gewöhnt haben, zum anderen wiederum, weil wir dort halt noch ein weiteres Projekt angestoßen haben, also ein größeres, und zwar soll jede Familie dort halt nicht nur, sagen wir mal, in diesen Umkleidekabinen, wo sie jetzt aktuell ja drin leben, haben wir zwar schön und schick hergerichtet, aber die sollen halt auch nachher ihr eigenes Zuhause haben, wo sie halt ihre eigenen 4 Wände haben. Und da sind wir gerade dabei, ein Containerdorf aufzubauen. So, das ist halt unser nächstes Projekt und da gucken wir gerade, was alles da möglich ist. Gibt es überhaupt noch Container? Weil ich habe das Gefühl, es ist ja an jeder zweiten Straßenecke ist ein Corona-Testcenter und das sind ja Container. Das sind die ganzen organisatorischen Dinge, die jetzt gerade geklärt werden. Wir haben aber auch hohe, sagen wir mal, auch welche aus der Politik mit dabei,
die uns damit unterstützen. Und auch, sagen wir mal, einflussreiche Personen, die dann halt sagen konnten von mir, so, okay, gut, wir sind jetzt hier gerade da und dabei im Senat beim Abstimmen, das bringen wir mit vor und dann schieben wir das gleich mit rein in die Debatte. So, das hat dann halt auch so seine Vorteile und davon profitieren wir momentan auch gerade mit. Weil das Projekt wurde halt eigentlich durch die Kommunen halt ein bisschen so nach hinten mitgeschoben, so, weil die Mühlen ja halt nicht ganz so schnell in Deutschland rollen. So, und die haben das dann wieder ja, gleich auf die Tagesordnung Punkt 1 mit reingehängt. So. Und wie kann man dir, also kannst du ja das, oder wie können die Leute, die das sehen, dir euch konkret helfen? Also wahrscheinlich mit Spenden oder so, das wirst du ja gleich erzählen. Ich habe zum Beispiel, du hast vorhin gesagt, der kam in seinem Rucksack nur mit zwei T-Shirts und zwei Unterhosen und so weiter. Trotzdem habe ich irgendwo Schilder gesehen, Klamotten brauchen wir nicht so ungefähr. Mhm. Wir brauchen andere Dinge. Also womit kann man dir, deiner Organisation grundsätzlich helfen? Also, wir sind auf unserer Homepage, beziehungsweise auf der Homepage vom THCC, haben wir einmal ein Spendenkonto. Die lautet wie? THCC muss man einfach mal eingeben. Hamburg. Google THCC. Genau, THCC. So, da gibt es halt dieses Spendenkonto, da kann man halt uns halt mit unterstützen. Dieses Geld fließt halt nicht in die Klamotten unbedingt rein, sondern in die Verpflegung, das heißt Unterkunft, Getränke, allgemein ja, die Versorgung drum und dran, medizinische Versorgung. Wir haben ja auch ein Ärzteteam mit dabei, wir haben Psychologen mit dabei, die sich da auch mit drum kümmern. So, und irgendwie muss es halt auch auf die Dauer halt bezahlt werden. Und die brauchen auf jeden Fall. Ja, die Psychologen hast du dafür. Rechts neben dir. Ne? Kannst du Russisch? Aber Englisch kannst du, das ist schon mal gut. Aber es ist halt schon wichtig, von wegen so, dass halt Gelder damit in den Pott reinfließen und dass wir es dann halt auch auf lange Sicht gesichert haben. Weil wir bis jetzt alles, was wir jetzt da aufgebaut haben, ist rein nur aus Spenden entstanden. Sachspenden, wie gesagt, sind halt schon komplett voll. Da sind wir auch schon dabei, halt an andere Stellen halt mit abzugeben, die dann halt gerade zu wenig haben oder die bedürftig sind. Und wir gucken gerade, dass wir halt die wichtigen Sachen, wie zum Beispiel, ja, jemand braucht zum Beispiel jetzt ein Krankenbett, um besser zu liegen, weil das halt eine ältere Dame ist und die halt ja, nicht auf einer Matratze auf dem Boden liegen kann. So, das sind wir auch gerade dabei mit zu organisieren und ja, also was wir innerhalb von 2 Wochen halt schon auf die Beine gestellt haben, oder mittlerweile sind es schon 2,5 Wochen, so ist schon enorm. Also da waren wir schon selber von überrascht, was alles so geht, aber auch der Zuspruch und die Hilfe, dass jeder, man musste nicht 3, 4, 5 Mal sagen, von wegen so, mach das, sondern die sind einfach gekommen und haben dann halt einfach gemacht und sich dann angeboten und ja, kamen eigentlich aus fast allen Ecken und haben unterstützt.